Ja, hallo Leute, grüßt euch. Hier spricht Ouroboros und heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast, der über das gesamte Wissen der Welt besitzt. Es ist der unglaubliche Professor Yannick. Yannick, grüß dich, mein Freund. Wie geht's dir? Ja, danke für die nette Begrüßung. Das ganze Wissen dieser Welt, ja, da bedanke ich mich nochmal extra für, ne? Ja, mir geht's gut. War mit meinem Boot hinterm Eisring und kann da viel erzählen, ne? Also wenn wir schon über den flache Erde mal kurz reden, was gibt es da Neues in diesen Bereichen? Also ich weiß ja selber, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Nur was gibt es da Neues darüber? Also gibt es was wir noch nicht wissen? Also bei der flachen Erde drehen wir uns wirklich im Kreis, weil wir nicht über die flache Erde oder über unser Habitat so an den Seiten wegkommen. Also da werden wir nicht weggelassen und das sind alles nur Spekulationen, was dann betrieben wird. Ja, durch einfache Beobachtungen kannst du natürlich dir gewisse Sachen vorstellen, aber diese Vorstellungssachen sind, glaube ich, alle schon besprochen worden oder zumindest mal angerissen worden. Und dann hatte keiner von denen, die das angerissen haben, eben diese wichtigen technischen Details, um dich so ganz fundiert anzunähern, um richtig klar zu sagen, so und so ist das. Ja, ansonsten haben wir die ganzen Mythologien und ja, daran kannst du dich ja auch orientieren. Also wer das möchte, der orientiert sich halt eben daran. Bei mir, ich habe schon oft darüber erzählt, ich habe es mehr mit Chemie so und versuche mir das so alles zusammenzustellen, weil es ist ja nicht nur die flache Erde alleine, sondern es ist ein Körper über uns, dann der Körper unter uns, diese festen Sachen, dann oben diese gasförmigen Sachen, unsichtbaren Sachen und ja, da habe ich immer so eigene Fragen, ne? Wie entsteht Versteinerung und so weiter. Und da funktionieren gewisse Sachen aus der flachen Erde heraus oder was wir darüber wissen oder was Standard ist, funktioniert dann nicht. Ja. Also, wie gesagt, drehe ich mich jetzt ein bisschen im Kreis, aber so ganz neue Sachen gibt es eigentlich nicht. Es gibt höchstens Menschen mit Fragen und dann kannst du wieder sagen, ja, das ist so und so. Und am besten sagst du nicht, nee, du, das ist ein alter Hut, da hat der schon gesagt und da hat der schon drüber spekuliert. Nee, nee. Also, ich meine, es ist schon alles Wichtige besprochen worden, wo der Mensch mit Halbwissen eben dann sich Dinge vorstellen kann, ja. Also mich würde mal interessieren, ne? Viele flache Erde-Gläubige glauben ja, dass wir unter einem Kuppel leben. Ne? Und die gehen ja davon aus, dass außerhalb des Eisrings, das würde ja bedeuten, einfach außerhalb der Kuppelanlage. Ne? Und da stellt man sich die Frage, wenn es außerhalb Ländereien existieren, sage ich mal, mit anderen bewohnten Kontinenten, ja, da stellt sich doch logisch die Frage, warum ausgerechnet über dem menschlichen Kontinent, sag ich mal, ein Dom erbaut worden ist. Also ist das möglich, dass dieses Dom größer ist und sogar die anderen Kontinente, die wir noch nicht gesehen haben, überstülpt sind? Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau so ist das auch. Also es ist nicht nur unser Habitat betroffen, sondern es ist aus meiner Sicht nicht so wie die erweiterte Gliesen-Map mit den kleinen Kontinenten dahinter und alles bleibt dann kreisförmig. Es ist gut, dass so etwas existiert, damit der Mensch wieder etwas hat, damit er sich überhaupt etwas vorstellen kann. Nur aus der Mattfusselszene heraus ist das völlig unmöglich. Also, dass es immer kreisförmig so weitergeht. Und ja, über uns, das ist eben so, also dieses Netz, worüber ich gesprochen habe, überspannt ja unser Habitat und geht dann in diese anderen Habitate weiter. Also dieses Netz geht viel, viel weiter als unser kleines Habitat. Dass unsere sogenannten Sterne sich darunter kreisrund drehen, hat einfach damit zu tun, dass dieses Netz in unsere Richtung konvex eingedrückt ist, also aus unserer Perspektive. So, und dann wie eine Augenlinse existiert nochmal ein zweites Netz, was dann konkav nach oben weggeht. Das ist so, als würdest du, wie heißen die Dinger, so eine Wok, so ein Wok. Nur nicht aus Metall, sondern aus ganz feinem Netz zusammenstellen, wie so eine Augenlinse, wie gesagt, wie so eine Augenlinse. Die ist ja auch konvex-konkav,
Also dieser Wechsel oder wie diese Linsen halt in den Teleskopen, damit wir halt nicht die Wahrheit sehen dürfen, sind die ja so geschachtelt, dass du gleich zwei hintereinander hast in so einem Teleskop, damit du die Sterne eben falsch siehst, ja. Aber für unser menschliches Auge hat der Schöpfer das schon so eingerichtet, dass wir zum Beispiel Sterne, sogenannte Sterne sehen können. Und jetzt mal von diesem astronomischen Weltbild abgesehen, das ist ja nochmal ganz anders, ganz weit weg, ist das ja sehr nah eigentlich an uns dran. Ja, aber damit wir die leuchtenden Dinger, diese kleinen funkelnden Dinger, Giovanni hat ja sehr schöne Videos gemacht darüber, viele Videos, damit du die überhaupt sehen kannst, ist das Netz natürlich konvex, konkav. So wie ich in irgendeiner Folge habe ich das von dir mal erzählt, wie das mit dem Mond auch vonstatten geht. So ähnlich, so ähnlich. Er wird ja auch zu einem Netz. Ja. Also du hast ja gerade Und erzählt, so ja. wegen den Sternen und so. Ich meine, viele fragen sich auch ganz zu Recht, sage ich mal, was sind denn die Sterne? Und ich frage, was sollen die denn sein? Sind das irgendwelche kleine Leuchten oder sind das irgendwelche, ja, wie bei uns die Glühbirnen oder wie soll man sich das vorstellen, Janik? Also meine eigene These ist, und das ist das Schwachfälligste von allem, dass es eben reines Bewusstsein ist in einem Großkörper. Diese Kristalle, die wir in unserem Blut haben, existieren dort auch in dieser Augenlinse, ja, oder in diesem Bereich hinter unserer eigentlichen schützenden Kuppel. Und dann kommt ja noch mal dieses andere Ding darüber, damit das eben den Wechsel konkav-konvex ist, damit man überhaupt etwas gespiegelt sieht. Das wäre das eine, reines Bewusstsein, aber ansonsten Plasma, ja, das hatten wir auch schon. Ja. Ansonsten, also diese drei verschiedenen Zustände, ansonsten würde sich immer, sage ich mal, das nicht so hin und her bewegen, wenn du mit der P1000 mal draufhältst. Und wie alles in unserem Blut hat auch Farben, Kristalle haben Farben, deswegen haben die Dinger auch Farben und schwingen hin und her. Und sie werden auch von unserer Sonne mit Energie aufgeladen, so wie der Mond auch. Ja, bei der schwarzen Sonne weiß ich es nicht, warum ist die immer dunkel? Ja, da lädt sich anscheinend nichts auf. Aber ansonsten wird ja unsere sogenannte Kuppel, was für mich Netz ist, wird ja immer von der Sonne aufgeladen, zumindest in dem Bereich, wo sie wirken kann. Das ist immer in jede Richtung so 8000 Kilometer. Und deswegen haben wir eigentlich immer einen schönen blauen Himmel. Und in dieser Zeit, wo wir am Tag über die Sterne, sogenannten Sterne, nicht sehen können, laden die sich auch wieder auf. Und in der Nacht können wir sie dann abstrahlen sehen. Beim Mond erscheint uns das ein bisschen logischer. Ja, der wirft uns ja dann kaltes Licht zurück. Ist so ein sterbendes Ding, ist ein bisschen kühler halt, aber er entlädt sich auch. Alle 28 Tage hat er sich dann auch völlig entladen und muss dann auch von der Sonne wieder illuminiert werden. Ja? Also Sonne ist wirklich eigentlich die große Triebkraft, der große, naja, Schöpfer ist ja eigentlich, was da drüber ist oder was drumherum ist, aber es ist schon so ein Schöpfungsorgan, ein sehr, sehr wichtiges, was aber auch seine Energie verliert. Also wenn sich Satanisten oder Illuminaten sich da immer drauf verlassen, dass das immer so bleibt, da könnte ich Ihnen schon sagen, nee, das ist nicht so. Es ist immer ein Verbrauch da. Und irgendwann wird die Sonne halt wieder ein bisschen nachlassen, sich ein bisschen verkleinern und wir müssen uns auch alle wieder ein bisschen verkleinern, ja. Aber wie gesagt, ansonsten ist das eben schwierig, weil wir haben. Nehmen wir mal die Wissenschaft weg, aber wir haben eigentlich nicht viele Begriffe. Und für mich ist es eben reines Bewusstsein. Und wenn ich so an Seelenebenen und so ein Zeug denke, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass da irgendwelche Seelen von außen angezogen sind, sich eine Farbe mitnehmen und das macht dann ihre sogenannte Qualität aus, die sich dann wieder spiegelt, entweder in der Astrologie oder überhaupt in ihrem Werdegang oder so, ja. Also da gehen viele durch den Mond, einige, die jetzt mit den Kindern und so weiter so Sachen machen müssen, gehen dann eben durch Saturn durch. Übrigens sind die ein bisschen näher uns dran, also die Saturn und so, diese sieben Planeten, sollen ja 10 sein, aber 3 sind eben nur gelogen. Die sind näher an uns heran. Ja, die haben zwar nicht die Höhe Sonne-Mond aus unserer Perspektive raus, sondern die stehen zwischen uns und der sogenannten Zellschutzmembranwand. Und
Dazwischen sind dann die Sterne. Und weil das eben so eine Linse ist, weil da noch ein zweites Netz drüber geht, drehen die sich immer aus unserer Perspektive wunderschön im Kreis. Die sind also sozusagen geschützt. Und durch die Planeten gehen eben auch noch sogenannte Seelen durch. Ist halt so. Und dann bist du halt, ja, im Fötus, also dann bist du halt im weiblichen Körper drin und dann kannst du dich dann da austoben im menschlichen Körper. Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen Also sagen wir abgedriftet. so, Ja. ist schon richtig interessant, was du sagst. Wenn wir zu deinen Sternen kommen, ne? Wie du gesagt hast, es gibt da Leute, die haben diesen Superkamera P1000, wie das heißt. Und zum Beispiel P1000, ja. Giovanni hat hier diese Sterne ja ganz rangezoomt und dann konnte man ja so ungefähr sehen, wie die so, als hätte man das unter Wasser, verstehst du, was ich meine? Wenn Wasser reflektiert, gibt es da so bestimmte Muster auf der Oberfläche. Und genauso sehen die auch die Sterne aus. Und dann steht ja zum Beispiel in der Bibel oder auch in anderen Schriften, dass Wasser über uns wäre. Was denkst du über diese ganzen Ideen? Zum Beispiel in der Bibel steht hier, dass über unseren Köpfen Wasser ist. Und krass ist ja, es gibt so eine Werbung von Jack Daniels, glaube ich, ist das, wo so ein Ballonfahrer, sagen wir mal, von der Erde hochgeht und dann sieht er unter sich, dass die Erde flach ist mit so einer Linse, wie du erzählt hast. Und dann kommt er an ein Himmelsgewölbe und das ist Wasser. Und er durchdringt dieses Wasserebene und dann taucht er im Meer auf, sage ich mal. Das heißt Oberwelt, Unterwelt. Was denkst du über solche Thematiken, dass über uns Wasser ist, vielleicht sogar, dass wir unter einem Meer uns befinden? Was denkst du darüber? Ja, klar, das ist nicht nur die Bibel, ne? Also das ist auch Edda, Bhagavad Gita, Henoch, Hesiod, Hesekiel. Also es sind schon viele Mythologien, die genau das sagen, ja. Und da musst du auch dann, sag ich mal, ein dickes Fell haben, um das nicht, weil du beschimpft wirst von außen, sondern für dich selber, um dein eigenes Denken, also nicht zu sehr in Mythologien abzudriften. Weißt du, Ja, so meine klar. ich das. Und deswegen ist das für mich auch völlig okay. Und Leute, die sagen, da oben ist Salzwasser, das ist für mich völlig in Ordnung, ja. Nur für mich passt das Salzwasser nicht zur Versteinerung von Großwesen. Das funktioniert nicht. Für mich passt auch kein Salzwasser, auch wenn wir um die Malediveninseln oder überhaupt so kleine Inseln, wo viel Korallensand ist, weißer Korallensand, ja, Quarz, Silizium meine ich. Da siehst du ja auch immer wunderschöne Farben. Ne? Die Sonne haut da rein vor der Insel, hat nur einen halben Meter und kann dann mit dem Quarzsand reflektieren. Und du hast ein wunderschönes Blau. Ja? Und deswegen kannst du dir auch vorstellen, dass diese Glaskuppel eben angestrahlt wird, ja, und dann eben dieses Licht zurückreflektiert, aber gleichzeitig auch das Wasser, das Salzwasser, was wie es in der Bibel steht, eben dann dieses wunderschöne Blau erzeugt, so wie das bei der, wie bei diesen Inseln auch ist. Nur bei Inseln liegt kein veränderter Stoff, also Quarzsand wird ja zu Glas verarbeitet. Und für mich ist eben dort oben ja, es ist ein Netz, also es ist ein Siliziumnetz. Und dieses Blau kommt für mich daher, weil oben flüssige Luft ist. Denn wenn du dir Salzwasser im Glas anguckst, oder Süßwasser, ist ja jetzt egal, das andere hat halt Salz, hat es bei Tageslicht natürlich, bekommt es keine bläuliche Färbung, einfach so. Diese Färbung bekommt es an Stränden, wo es eben wunderschön ist, ja, durch den Korallensand. Und was wollte ich sagen? Ja, und flüssige Luft, wenn du sie in einer Luftzerlegungsanlage herstellst, ist leicht bläulich. Das heißt, das Blau hat auch nichts mit Argon zu tun, denn Argon, was ja auch eine leicht bläuliche Farbe hervorbringt, ist nur 1% in unserer Atmosphäre. Ja, also laut Wissenschaft. Also es ist ganz wenig. Ja, das hat einmal nichts mit der Färbung zu tun. Und ich weiß das eben, weil ich mich darum gekümmert habe, dass diese Färbung zustande kommt durch flüssige Luft. Durch flüssige Luft, die wir künstlich herstellen können, die für uns die Grundlage ist für alles, was du auf der Erde hast. Ohne Chemie kommst du in diesem Jetztzeitalter, rechnen wir mal von so 1815 bis jetzt, so über diese letzten 210 Jahre,
kommst du ohne Chemie nicht mehr aus. So, und diese flüssige Luft ist eben leicht bläulich. Unterstützt wird das durch die Netze, wo die Sonnenstrahlen durchgehen. Du kannst auch, wenn der Mond abnimmt, den Mond manchmal am blauen Himmel kreisrund sehen. Die Hälfte ist weg, dann ist er so weiß-schimmerig und du kannst dann durchgucken und siehst aber noch einen Rundkörper. So, du kannst dir das noch sehr gut vorstellen, dass der eigentlich noch da ist, in der Seite, wo er nicht da ist. Und diesen Zustand hat unser Netz auch. Es ist eben sehr, sehr fein. Und ich wollte aber noch woanders hin. Es funktioniert einfach nicht, wenn Salzwasser durch die Decke durchknallt und dann erstmal für einen großen Umschwung sorgt. Mal ganz davon ausgenommen, dass das Salzwasser auch von unten käme. Ja, auch in Mythologien ist eben von Flutwellen die Reden, die durch Beben entstehen, ja, und Unterseevulkane. Aber ich Ja, sag mal so, wenn also ich mal das. kurz stören kann, ja, also Ja. zum Beispiel, wie du gesagt hast, Bibel, mit so einem Sintflut, da steht ja auch komischerweise, muss man sagen, was heißt komisch, wo das passiert ist. Das heißt, Wasser ist ja sozusagen von der Tiefe hochgekommen, aber dann steht ja auch, dass die Fenster des Himmels sich geöffnet haben und Genau, dann, genau. so, das heißt ja übersetzt, am Ende ist das ja auch so ein mechanisches Ding. Das heißt, wenn ich über Mechanismus rede, ist das, das wäre ungefähr, wenn wir jetzt hier so einen Dom bauen und mit irgendwelchen Luken, die man auf und zumachen kann, kannst du dir vorstellen, dass dieses sogenannte flache Erde, sage ich mal, ich sage immer ein Komplex, du sagst, das ist ein Lebewesen, ich sage einfach, dass es eher so eine technische Anlage ist. Wenn wir davon ausgehen, dass es eine technische Anlage ist und wir unter einem Meer existieren, über uns ist Wasser, was wäre nach deiner Meinung über uns? Dann müsste ja auch so eine Art andere Welt über uns leben. Das ist ungefähr so, wenn wir jetzt unter einem Meer existieren würden. Über darüber gibt es ja auch Landflächen. Könntest du dir vorstellen, dass vielleicht sowas wäre, dass über uns noch was anderes existiert? Ja, eine mentale Welt. Also eine geistige, sozusagen geistige Welt, ja, die dich eben beeinflusst und die wir alle nicht sehen dürfen. Also wo schon immer alles dafür getan wird, dass wir das einfach so aus dem Alltagsleben heraus nicht leben dürfen, dann über Schriften stolpern und dann vielleicht mal eine Erfahrung machen, aber das machen eben sehr wenige und deswegen ist es auch für mich ein Habitat, was stirbt, aber wo einige wenige ein Stückchen weiterkommen können und damit auch glücklich werden, bevor sie dann hinüberwechseln in die andere Seite. Darf ich noch was anderes, weil ich hatte das noch Okay. nicht ganz abgeschlossen. Professor, du kannst sagen, was du möchtest. Danke, danke. Ja, also. Wie gesagt, mit Salzwasser ist das nicht möglich, dass du hast ja hier Gebirge, du hast ja hier Riesendrachen im Karakorum und auf Hawaii oder Himalaya. Das sind ja auch Riesendinger und dann die ganzen Titanen. Das sind halt große Wesen, die immer noch nicht verrottet sind. Ja, und trotzdem sind sie tot. Keiner hat sie beerdigt. Und genau diese Sache kann für mich, so wie ich jetzt mir diese Fossilien angeschaut habe und ihnen genau in die Augen geschaut habe, was ist da los und wie viele Zähne sind noch vorhanden und so weiter, dann Höhlen, wo du reingehen kannst, sind große Höhlen, wo du auch mal einen Grottenolm findest, also Lebewesen. Das funktioniert nicht mit Salzwasser, sondern es ist eine Vergasung. Es fu funktioniert nur über Gas. Und dieses Gas kann nur entstehen, also tief kaltes Gas über flüssige Luft. Wenn jetzt Salzwasser reinknallt, ja, dann ist natürlich auch alles kaputt. Aber es kann nicht zu dieser Versteinerung kommen. Ich kenne andere Theorien halt mit Instant Fossilization, ja, also ein Elektroschlag, weil den, sage ich mal so, Gleichstrom haben wir ja von hier unten, vom Boden bis zur sogenannten Kuppel haben wir ja unterschiedliche Voltzahlen, aber überall Gleichstrom. Sowas existiert, gar keine Frage. Das lehne ich auch nicht ab. Nur für mich ist der elektrische Tod nicht dafür verantwortlich, für Giganten, Titanen und für die Riesen. Ja, und dafür kommt für mich nur der Gastod in Frage. Und sowas kann sich nur entwickeln durch flüssige Luft. Eine andere Theorie kann ich mir einfach nicht vorstellen. Stehen lassen kann ich das immer, ne?
Wenn mir einer irgendwas erzählt aus einer Mythologie, dann bin ich der Erste, der dazuhört. Ja, und weil du dich auch mit solchen Typen über ganz andere Themen auch mal ganz nett unterhalten kannst, ja, weil die da schon weiter sind und so, ne? Nur ich selber habe das für mich halt so herausgefunden, dass dieses, was uns schützt, das Netz, das ist wie so eine halt Luftzerlegungsanlage, eine natürliche, die reißt zwar und dann kommt diese flüssige Luft runter und wird zu einem Gas, ist eiskalt. Und dann nach und nach versteinert alles. Also es kommt zum Gastod. Ja, es ist kein so ein Verkrampfungstod, wie als würdest du so eine Strychninkapsel oder sowas zerbeißen. Ne? Dann bist du ja auch nach 2 Sekunden, aber hast diese Zuckung und dann gehst du so in deine Verkrümmung. So. Sondern hier kommt ein eisig kaltes Gas, was so bei minus 150 Grad liegen wird. Und lässt die Person versteinern. Also sie werden so tief gefroren, dass in ihrem Körper es zu keinem Verwesungsprozess kommen kann, dass keine Würmer sozusagen den Großkörper im Anschluss, wenn die Temperaturen sich wieder normalisieren, diese normalen Umstände dann diesen Körper etwas anhaben kann oder anhaben kann. Und das geht eben nur so. Es geht einfach nur so. Für uns kleinere Körper ist das anders. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn eine normale Temperatur wieder zurückkommt, wie ganz normal, wie jeder Mensch im Sarg oder also wenn er jetzt nicht verbrannt wird oder so, dass er dann zersetzt. Und diese kleinen Würmchen, wenn dein Leichnam sich halt zersetzt, das Fleisch fällt ab, dann suchen die Dinge drumherum sich eben noch Sauerstoff und können noch so lange existieren, wie es Sauerstoff gibt. Und das dauert dann eine Weile, wenn du unter der Erde liegst und im Sarg, sage ich mal. Oder auch ohne Sarg geht's noch mal ein kleines bisschen schneller. Aber wenn du beispielsweise lebendige Körper, Nahrungsmittel und so weiter in den Glaskasten machst, mit Silikon versiegelst und so, dass nur dieser Bestand Sauerstoff da drin ist, dann ist es ja so, dass diese Sachen, dann kommen eben diese Würmer, Maden und so weiter, und zersetzt sich alles. Aber auch diese Maden werden sterben. Die werden sterben, weil sie im letzten Endes keinen Sauerstoff mehr bekommen. Auch diese Wesen brauchen den Sauerstoff. Ja, jetzt bin ich auch schon wieder ein bisschen gesprungen, Na, aber ist okay, ich sag mal versuche so. nur zu erklären, dass Ja, für klar. mich kann es nur flüssige Luft und Gase sein. Da kann ich nicht mit keiner der Mythologien mitgehen, weil das für mich das Beste ist, um das ganze Leben zu verstehen. Warum ist es letzten Endes zu unseren Andenalpen und überall, wo wir die Titanen rumliegen haben, wieso ist es dazu gekommen? Wieso gab es dann wiederum kleinere und dann wiederum kleinere? Und ja, so ist Ich es. sag mal so, Janik, ich meine, die Vorstellung, dass alles, was hier passiert, unter einem Kuppel, egal ob es Glas, aus irgendwelchen organischen Produkten, was auch immer, ne, es ist krass, Leute, man muss sich das mal vorstellen. Wir werden geboren, haben vielleicht einen Lebensstandard, vielleicht von 80 Jahren, wenn überhaupt, tun uns von morgens, abends von irgendwelchen Mist hier ablenken. Wir gehen arbeiten, wir machen das und jenes. Ne? Wir sterben, dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Die Frage, die sich hier lauten muss, wofür alles, Leute? Wofür, wenn diese flache Erde stimmen sollte, dass wir unter einem Kuppel leben, da muss ja auch irgendwo so einen Sinn dahinter geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch immer, warum auch immer, woher immer er kommen mag, hier auftaucht und sein Leben einfach sinnlos verschwendet. Und das wollte ich als nächstes. Ich mal fragen, Janik. Über die flache Erde kann man sich streiten, welche Theorie richtig ist. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, Leute, dass diese ganze Kosmologie mit diesem Kugelerde, bla bla bla, alles Fälschung ist. Da muss man nicht so weit überlegen. Man muss einfach logisch denken. Wie die flache Erde genau aufgebaut ist, spielt das auch keine Rolle, sondern ich wollte Janik mal fragen, den Sinn, warum der Mensch überhaupt hier existiert, Janik. Hast du irgendeine Vorstellung, warum der Mensch überhaupt hier ist? Also ich denke, um Leben weiterzugeben, also um selber diese Erfahrung zu machen, ein Elternteil zu sein, Verantwortung zu tragen, das wäre schon mal das eine. Und dann mit den Geistern, die man sich einfängt, schon seit der Geburt, dann vernünftig umzugehen und vernünftige Gedanken weiterzugeben oder Geister.
Ja, also eigentlich zu kapieren, dass so eine unsichtbare Welt auch noch durch dich durchgeht, weil durch die Augen und durch einen Hammer kannst du auf die Hand schlagen, da weißt du schon, das tut weh, ne? Du kannst so erstmal alles erfahren, aber diese unsichtbare Welt, die kannst du halt nicht erfahren, oder du machst dich natürlich hier voll zum Affen, ne? Gerade bei Ja, uns, klar. wenn du in den asiatischen Raum gehst, dann hast du ja wenigstens noch 500 Millionen Leute, die sagen würden, ey, was redet denn der da für ein Blödsinn? Der glaubt nicht an Leben nach dem Tod und so. Also, was ist mit dem los, ja? Das ist so da die Ecke, ne? Diese indische, asiatische Ecke, Ja, gut. wo mit Wenn Buddha und so weiter das so ist. ja, Aber bei uns machst du ja voll nee, zum Eimer, ne? da muss ich leider widersprechen. Ich habe mich ja sehr lange mit solchen Thematiken beschäftigt, mit Religion allgemein. Und ich kann ja auf jeden Fall 100% sagen, dass 99,9% dieser Religion einer Seele Abneigung haben. Das heißt, bei denen existiert keine Seele. Muss ich leider jetzt hier sagen, weder im Buddhismus existiert eine Seele, weder im Christentum existiert eine Seele, noch im Koran, Tora, was weiß ich was. Das Einzige, wo eine Seele existiert, ist in Indien, dieses Reinkarnationsgedanke, die leider erschaffen worden ist, um die Menschen im Kastensystem zu halten, ne? Also ansonsten auf der Welt von kleinsten Religionen, von verschwundenen Religionen, die gehen davon aus, dass der Mensch selbst eine Seele ist, der nur von, sagen wir mal, Christentum, ne? Adam war nur ein Stück Lehm, sag ich mal so, symbolisch, und der hat nur den Atem Gottes gekriegt. Dieses Atem ist aber nicht die Seele, sondern dieser Atem ist die Energie, dass diese Marionette am Leben erhält. Weil das, was er ist, kommt von einer Art Quelle. Das steht in jeder Religion. Diese Quelle ist etwas, wo die Seele abgestrahlt wird. Das ist eine Abstrahlung, das ist wie so ein, ja, wie soll ich sagen, die Seele ist wie so ein Programm, das auf einen Avatar abgestrahlt wird. Und das ist aber keine Seele, verstehst du? Das ist wie so ein Computerprogramm, das einen Roboter am Leben lässt, mit Energie gefüllt. Und so genau steht das in allen Religionen. Darum habe ich auch in meinen letzten Videos genau beschrieben, wie das funktioniert. Ich weiß, viele Esoteriker, die an eine Seele glauben, so will ich jetzt hier nicht zu nahe gehen, aber ihr müsst mal bitte auch mal nachforschen, ne? Nicht einfach sagen, ich habe jetzt eine Seele, es gibt eine andere Welt, wo ich dann rübergehe. Es gibt eine andere Welt. Es gibt eine unsterbliche Welt, aber dahin zu kommen, dahin zu gelangen, das ist, wie soll ich sagen, wie so ein Sechser im Lotto, das ist eine Tortur, sage ich mal so. Ne? Wenn überhaupt, also wenn jemand erzählt über Seele und so, da muss man schon vorher sich darüber ein bisschen durchgelesen haben, ein bisschen Erfahrung gehabt haben und nicht einfach von anderen Leuten übernehmen, ja, die Seele nach dem Tode, das und jenes, sondern man muss sich natürlich auch damit beschäftigen, was wirklich dahinter steht. Wenn Leute über Religion reden, zum Beispiel Christen, wenn ich sage, hey, hallo, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja klar, ich würde im Paradies auferstehen. Was ist das für ein Schwachsinn? Steht aber schon. Das steht nirgends in der Bibel. Das steht auch im Koran das Gleiche. Da gibt es ja kein Leben nach dem Tod. Oder wenn jetzt irgendwelche Terroristen meinen, sie müssen sich in die Luft sprengen und dann kommen die direkt in den Himmel. Das ist die größte Schwachsinn, was es gibt. Es ist nichts anderes, um die Leute von der wahren Scheiße abzulenken. Überall abzulenken, genau wie jetzt bei der flachen Erde. Die erzählen ja von irgendwelchen Kugelerde, von irgendwelchen Universen, aber in Wirklichkeit leben wir in so einer Art Gefängnis, sag ich mal. Für mich ist das nichts anderes als so eine Theaterbühne, auf dem wir wie kleine holographische Figuren agieren und wir müssen herausfinden, warum ausgerechnet dieses Programm, was mich da andeutet, was ich sein soll angeblich, nicht ich bin, verstehst du, was ich meine? Ich muss das Programm überwinden, was ich sein soll. Das steht überall, Leute. Das steht überall. Selbst Jesus sagt, du musst dein Herz umwandeln, dein steinernes Herz musst du umwandeln, du musst was Neues werden. Du musst, wie so eine Taufe, du bist im Wasser, musst du neu geboren werden. Wenn eine Getaufe ist nicht einfach so ein Kind da rein, ein bisschen Christ, sondern es ist ein symbolisches Wert, also Neuerstehung, aus dem Alten neu erstehen. Das ist wie der Phönix aus der Asche. Du musst das Alte weggeben, du musst das Alte vernichten, aus dem Alten musst du neu geboren werden. Und dann kannst du die andere Welt erreichen. Das steht alles in religiösen Büchern, in Mythen, Legenden. Wollte ich noch mal sagen, Janik, also Okay. nicht falsch verstehen Ja, jetzt hier. okay. Also ich störe mich auch nicht am Wort Seele. Ja, du kannst es auch Besenstiel nennen, das ist mir völlig einerlei. Nur wir bekommen eben Nahrung, dann Schallwellen und dann strömen auch die sogenannten ätherischen Sachen in uns ein. Nein. Und da haben wir natürlich dann den fleischlichen Körper, Blutbahnen und alles, was es so gibt. Ja.
Und die Seele oder soll ich jetzt Besenstiel sagen? Nicht, dass das so provozierend ist. Ja, du kannst. Und für das mich wird ist eben, Seele. was du Computerprogramm nennst, Einfach das Programm sonst. saugt das eben auf. Das Gute wird dann so gespeichert. Du kannst natürlich auch mal Blödsinn machen. Aber diese Seele existiert tatsächlich für mich und drückt sich durch dein Haarkleid aus. Also das durchbohrt dich dann von innen und hat dann auch weibliche Körper, sind der ganze Körper behaart. Man kann es nur nicht so sehen. Ja, und das bildet wiederum für mich einen Körper, der ungefähr 50 Zentimeter von uns weg ist. Und dann gibt es noch einen und dann gibt es noch einen, der ist 4 Meter weg. Also das ist für mich kein Blödsinn, ja. Also das ist deswegen kein Blödsinn, weil ich selber sehen durfte, einmal in meinem Leben und das auch nicht sehr lange. Und das waren so, würde man sagen, 2 Wochen von 6 Wochen, die wirklich krass waren. Und wo ich auch freiwillig zurückgekommen bin, um nicht, ja, um nicht als Einsiedler zu leben. Dafür war ich noch ein bisschen zu jung, mich zurückzuziehen, wo dann Menschen kommen und Rat brauchen oder so, ja. Da fehlt mir halt der lange Bart zu. Deswegen, es störe mich nicht am Wort Seele. Ja, Ja, gut, wir sagen können es wir auch so. anders nennen, Computerprogramm, Computerchips, dann eben sehr, sehr viele Chips, ja, wie deine Kristalle in deinem Blut, das sind dann halt die kleinen Chips, die da drin sind und dass du natürlich was verändern musst. Nur ich stecke ja drin in diesem Kreislauf. Für mich ist das eben kein Schwachsinn. Also Nee, ich habe nicht ich gesagt, kann jetzt Schwachsinn, schon sondern. fühlen, dass das ist, ja, dass ich hier wieder auftauchen muss, ja, weil so viele Sachen von mir nicht im Guten gelöst wurden. Und ja, so ist es eben. Der Sagen eine wir weiß so. es und der andere hat Scheuklappen auf und hat ein ganz einfaches Leben und das ist sogar viel besser. In dem Sinne. Warum soll ich, ja, so sagen, ganz neutral gesagt, der Mensch soll einfach so glauben, was er für richtig hält. Ne? Ich kann ja sagen, ich kann alles hier behaupten, ne? Aber ich sage den Leuten immer, ihr könnt das online nachprüfen, das und jenes. Aber am Ende ist das eine Glaubensfrage und jeder soll glauben. Wenn er ein Leben nach dem Tod glaubt, soll ja das alles drum dran. Spielt doch keine Rolle. Das sind natürlich Thematiken, die zu weit entfernt sind, dass man überhaupt keine richtigen Beweise hat, sage ich mal. Ne? Darum kommen wir Sowieso jetzt zurück. nicht, Wir ne? waren ja, auf der flachen Erde-Basis. Einiges haben wir darüber erklärt. Aber Janik, es gibt ja Leute, die sich auch damit beschäftigen, mit der flachen Erde. Und dann kommt wieder diese sogenannte Tartaria auf. Da gibt es Leute, die immer behaupten, innerhalb von 200 Jahren, immer periodisch, würden Katastrophen passieren. Ja, Wie? da gehöre ich mit dazu. Ja, also, ja, stimmt. Du hast auch mal letztes Mal gewähnt, glaube ich. Ne? Es gibt also einen gewissen, ich weiß nicht, ob du den kennst, Martin Vreeland ist das. Hast du vielleicht mal gehört von dem, ne? Gehört, ja. Ja, genau, der behauptet jetzt hier auch im Bereich Tartaria, dass es so ein System gibt, das innerhalb von 200, oder sagen wir mal 300 bis 400 Jahren so katastrophalen Sachen kommt. Kannst du uns mal kurz erklären, warum das passiert? Also aus meiner Sicht nicht, weil die Kuppel bricht, das nicht, sondern weil es sehr starke Beben gibt, Unterseebeben. Die bringen die Weltmeere ins Schwanken und dann haben wir Flutwellen. Die Kraft der Flutwellen, also so wie ich das jetzt sehe, hat nicht die kompletten Landmassen überspült, aber in verschiedenen Ebenen treibt es doch sehr weit ins Land hinein und das ist eine furchtbare Auslöschung von Lebewesen, die da leben. Ja, und das ist hat eine Regelmäßigkeit und das ist auch für mich auch wieder nicht von anzuweisen. Also dafür gibt es auch so viele Einschnitte in der Geschichte oder was uns als Geschichte verkauft wird. Und das ist für mich ganz klar. Und das wird auch in Zukunft wiederkommen. Also da kommen wir nicht dran vorbei. Der Reik Garve, der hat ja immer seine Folie, so oder seine Folien, wo er das so ein bisschen grafisch darstellt. Ich glaube, bei ihm geht es bei 1700 los oder so. Aber bei mir an diesen letzten Geschichtsfälschungen, die ich zurückkontrolliert habe bis 1200, war das tatsächlich so ein 200-Jahres-Rhythmus. Nicht auf den Tag genau. Und jetzt sind wir ja auch schon wieder ein bisschen drüber, weil für mich war die letzte Katastrophe 1812. Das heißt, ja. Da sind wir jetzt schon ein paar Jahre drüber, aber es ist wie gesagt ein Lebewesen. Einmal atmet so durch, ein andermal atmet so durch.
Wir dürfen nicht vergessen, dass unter unserer Erde, auch wenn das wieder andere ablehnen, die gleichen, na, nicht die gleichen, also die ähnliche Strukturen sind wie die Wasserläufe auf der Erde. So eine Verästelung gibt es auch unter der Erde. Und da gibt es eben zwei Kräfte. Einmal die Wasserkräfte, die Süßwasser, mineralhaltigen Süßwasser durch die Gebirge pressen. Die pressen die auch in Mittelgebirge hoch. Dann hast du halt kleinere Flüsse, die sich dann ergeben und die dann ins Meer münden und denen ein bisschen basisch ausgleichen, den Salzgehalt des Wassers. Und dann gibt es wiederum diese Lavakräfte, die auch unter der Erde existieren. Und diese Kräfte arbeiten ständig gegeneinander und berühren sich auch mal. Und so gibt es gewaltige Dampfexplosionen unterhalb der Erdoberfläche oder unterhalb der Wasser. Dann gibt es halt ein Seebeben. Und es gibt erstmal Dampfexplosionen, da vibriert die Erde. Und dann gibt es noch Aushöhlungen, das heißt diese, das ist ja über 1000 Grad, na, das ist schon 2000 Grad unterhalb der Erde heiß, höhlt auch die Gaia immer weiter aus, also die Mutter Erde, und dann gibt es auch eben Zusammenstürze, ja, dann hast du ein Erdbeben, wo eben kein Vulkan ausbricht, wo es eben kein Tsunami gibt und so weiter, und dann rüttelt nochmal alles oberhalb, weil unterhalb ziemlich viel passiert ist, aber diese beiden Kräfte, die gibt es in der Tat, und so entstehen eben Erdbeben, Seebeben und alles, was wir so kennen. Dann gibt es natürlich noch Ausbrüche, ja, an bestimmten Stellen der Erde. Gibt es übrigens auch die Theorie das haben uns halt die Giganten hinterlassen, günstigstenfalls die Riesen, diese Aufschüttungen der Vulkane sind dann halt Reste aus dieser Welt, wo sie alles zusammengeschmissen haben. Gibt ja bei uns auch Müllberge, die so ähnlich strukturiert sind. Nur wenn man sich vielleicht 1000 Vulkane, also es gibt ganz, ganz viele Bilder und du kommst nicht ganz auf 1000 Vulkane, aber wenn du dir annähernd 1000 solcher Sachen anguckst, dann fällt dir schon auf, dass da kein Bagger am Werk war, dass da, wenn die Giganten alles hingeschmissen haben, wie sie wollten, nee, das sind also natürliche Erhebungen, wo sich auch unser Großkörper, unsere Mutter Erde auch von diesem Zeug befreit und ein bisschen Druck herauslassen kann, aber was für uns kleine Menschen auch eine Katastrophe bedeutet. Ja, gibt es diese pyroklastischen Wolken und ist ja auch nicht lustig. Ja, und so. Du kommst ja gerade Baggern-Spuren. Ich habe mal so irgendwelche Bilder gesehen. Ich glaube, das ist Grand Canyon oder sowas gegen so ähnliches. Und da sieht man ja, dass da riesige Bagger Spuren hinterlassen haben. Das kannst du ja nicht schaufeln, wenn die irgendwas da wegschaufeln. Da sieht man ja die ganzen Abdrücke, die angeblich ein paar tausend Jahre alt sein sollen. Woher kommen die solche Spuren? Ist ja nicht nur in Grand Canyon, glaube ich, sondern ist ja weltweit. Also kannst du mir mal bitte sagen, gab es wirklich früher Außerirdische, die dann irgendwie hingekommen sind, wie bei dem Film Avatar, wo die dann hier angefangen haben, diese Rohstoffe abzubauen? Oder was steckt dahinter? Also die Außerirdische brauchen wir wirklich nicht. Ja, was vorstellbar ist, dass eben aus dem Habitat, außerhalb von unserem Habitat, wir Hilfe bekommen haben, ja. Aber das lasse ich eigentlich ganz weg, sondern diese Baggerspuren haben die Menschen selber hervorgebracht. Irgendeiner Sendung habe ich ja schon erzählt, dass Fossilien der Götter eben so eine schöne Klassifizierung gemacht haben, weil sie sich damit beschäftigt haben, auch das mit Bildern ein bisschen plastischer dargestellt haben. Da sind mir natürlich die Augen aufgegangen. Und Grand Canyon brauchst du schon eine Kultur von Riesen, also die dann größere Maschinen haben, wie unser Braunkohlebagger, und der baggert sich dann so durch den Grand Canyon durch. Traurig ist natürlich schon, dass das heute gefeiert wird, ja, als irgendwas Schönes oder so, aber es sind halt Tagebaulandschaften von größeren Wesen, und für diese größeren Wesen gibt es doch Beweise. Es gibt doch Beweise. Es gibt Titanen, Giganten, es gibt Riesen, Heroen und uns, na gut, die braucht man nicht mehr beweisen, die Menschen, ne? Aber die gibt es doch. Und die haben natürlich Technologie, und so wie, sage ich mal, Menschenknochen und so alles im Meer versenkt wird, so wird auch Metall verarbeitet. Das heißt, wenn diese Generation, große Generation es nicht mehr gibt, sagen wir mal, es haben die Riesen sich durchgegraben mit größeren Maschinen, dann sind die Heroen hingegangen, haben diese, weil sie damit nicht mehr was anfangen können, weil sie ja viel zu klein waren für diese Sache.
Ja, auch wenn der Mensch natürlich einen Braunkohlebagger bewegen kann, kann er schon machen. Aber insgesamt waren die zu klein. Eine Ameise kann den Braunkohlebagger nicht mehr bewegen. Also haben diese Kulturen in dieser Körpergröße diese Technologie zerlegt. Und wenn sie so negativ drauf waren wie heute, dann haben sie sie im Meer versenkt. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie sie verarbeitet haben für die nächste Generation, weil es ist ja immerhin, Maschinen bestehen ja immerhin noch aus Metall. Und die kannst du ja immer wieder wunderbar, sage ich mal, verarbeiten bis zur, sage ich mal, Elektrolyse. Ja, also bis in die feinsten Einheiten kannst du immer Metall gebrauchen. Wie im Handy brauchst du ja auch sehr viel Metall. Und so war das eben da. Du brauchst keine Außerirdischen. Es geht mit den Menschen, weil du immer noch zurückschauen kannst und sagen kannst, ja, guck mal, ich gucke mir den Titan an, der ist jetzt 10 Kilometer lang. Ich gucke mir den Giganten an, boah, der ist ja 300 Meter hoch, ja, so groß. Und ich gucke mir den Riesen an, der ist ja 20 Meter. Und bei dem Riesen kann ich mir vorstellen, dass der da eine Maschine hatte, die zu ihm passte. Und da kann ich mir dann bei der Maschine auch die Schaufel vorstellen oder das Ding, was da sich immer so durchdreht. Ich kenne leider aus der Jetztzeit nur den Braunkohlebagger. Und der hat dann die Größe, um sowas wie Grand Canyon zu schaffen. Selbst für Giganten ist der Grand Canyon dann zu klein. Der Gigant geht in den Grand Canyon rein und ist dann mit Kopfhöhe genau auf der Höhe, wo sie diese Aussichtsplattform haben am Grand Canyon. Ne? Der steht von unten bis oben und schiebt so seine Nase drüber, wo du gerade als kleiner Mensch runterguckst durch das Plexiglas. Ja? So groß ist der. Das heißt, wenn du dir da eine Maschine vorstellst, eine Technologie, dann wäre die zu groß. Aber bei Riesen ist das für mich stimmig und das haben für mich Riesenwesen gemacht. Und von den Riesen gibt es auch im Internet, ist nicht alles gelöscht und noch nicht zumindest. Kann mir auch vorstellen, das kommt bald, dass du gar nichts mehr erfahren darfst. Aber davon gibt es eben diese Skelette und die sind für mich echt und das sind ist keine Bildbearbeitung, CGI. Und die haben das dann eben gemacht. Ich komme, wie gesagt, zum dritten Mal, keine Außerirdischen. Nee, braucht man nicht. Also sehr interessant, was du sagst, Janik. Viele Menschen glauben ja wirklich, dass da irgendwelche Außerirdischen auf die Welt gekommen sind. Dann erkennst du die ganzen Geschichten über Anunnaki angeblich, wir sind mal als 12. Planeten da. Also meinst du, solche Ideen, solche Theorien sind zum Beispiel von Erich von Däniken einfach Schwachsinn oder könnte vielleicht, ich weiß ja nicht, ne, vielleicht wirklich vor langer, langer, langer Zeit, vor Jahrtausenden wirklich, bevor die Kuppel erbaut worden ist, doch Außerirdische auf der Erde gelandet sein, damit wir nicht dieses Thema abschließen mit den Anunnakis, mit diesen ganzen alten Kulturen, sag ich mal. Was denkst du denn darüber? Könnte oder könnte nicht? Nein, 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 das ist wie unsere Wissenschaft selbst, die ja auch zu großen Teilen theoretisch ist. Ist das ein Seitenarm einer sogenannten Präastronautik, einer anderen Wissenschaft? Und Erich Genau, von ja. Däniken war auch auf einer Jesuitenschule, Harald Lesch war auf einer, und Sera Sitchin war mit Sicherheit auch auf einer, bei ihm weiß ich es nicht, aber er ist ein Freimaurer. Ja, so wird er so ein Unsinn nicht verbreiten. Er bezieht sich ja dann auch auf Planeten und so weiter. Und normalerweise müsste er sich auf die flache Erde beziehen, wenn er ein richtiger Forscher wäre, aber das hat er halt nicht gemacht. Und diese Geschichten unterhalten aber auch wiederum ganz, ganz viele Menschen. Du ziehst wirklich Energie ab. Ich denke mal, das sind hier auf deutschem Boden bestimmt 100.000. Und ich sage dir nochmal, also mit solchen Menschen sich zu unterhalten, ist mir lieber in Alltagsdingen natürlich, ja. Und dann schweift man natürlich in andere Sachen ab und über deine eigene Sache darfst du nichts erzählen. Aber in diesen anderen Dingen sind mir die lieber, obwohl es für mich dann sozusagen auch Träumer sind. Und es soll eben so sein, jeder fängt doch mal an. Irgendwie fängt dann einer mit Erich von Däniken an. Das ist halt ein Bruder, der darf das eben bringen. Der durfte das mit seinen Erinnerungen an die Zukunft seit 1968, durfte der das bringen. So, und dann hat er natürlich als Wissenschaftsschauspieler mit ganz viel Wissen, also der hat ja auch mal frei geredet, nicht immer nur abgelesen, ja. Also der hat schon den ganzen Kopf von diesem Kram voll gehabt. Er hat sich auf seiner Jesuitenschule für diese Rolle als Bester erwiesen. Und dann ist er mit dieser Theorie an die Menschheit herangetreten, damit eben die Menschen sich immer noch vorstellen können, Kugel, Raumschiff, Außerirdische, passt dann natürlich zu Star Wars und zu diesen ganzen anderen Geschichten, bis zu das, was es heute gibt, diese Geschichten über Mars und diese ganzen Filme. Und die Menschen bleiben in der Gesamtsumme immer in dem
in diesem Konzept drin und sehen sich aber selber auch als Aussätzige oder werden auch als Aussätzige behandelt. Denn es gibt ja noch die andere große Gruppe, die nun gar nicht daran glaubt, ja. Und dafür hat er schon eine große Menge Energie abgezogen, aber es ist nicht richtig. Es ist wirklich nicht richtig. Wie gesagt, er kommt von der Jesuitenschule und das ist genau sein Ding. Er hat jetzt seinen Park da gemacht, sein privates Museum und so weiter. Und er hat, ich denke mal, er hat innerhalb der Brüder auch seinen Orden bekommen. Ist ja okay. Ja, klar. Letzten Endes macht das so viele Menschen glücklich, die eben an das Universum glauben, an Raumschiffe, an Lichtgeschwindigkeit oder relativistische Geschwindigkeit, annähernd Lichtgeschwindigkeit, mit der du dann reist, ja, und dann, wo sich das Lebensalter dann nicht verkürzen kann und du kommst dann zurück zur Erde, bist 100 Jahre unterwegs gewesen, bist aber 2 Jahre gealtert und das ist eben so Menschen drin, ja, die brauchen das eben. Das ist dann so ein bisschen auch wie sich selber beruhigen und vom Alltag ablenken und wie gesagt, er und Sitchin und Johannes von Butler und diese ganzen. Es ist nicht okay, es ist nicht die Wahrheit. Ich sag mal, das sind eigentlich Schauspieler. Wie du gesagt hast, Genau. das sind Figuren, die da gesetzt werden. Es gibt da viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Ansichten, Thematiken. Das heißt, wenn jemand sich da mal für UFOs interessiert, dann werden irgendwelche Leute hingesetzt, dann dass diese Schafe, sag ich mal, diese Herde dann in eine bestimmte Richtung lenkt. Und genauso ist das auch woanders, Leute, zum Beispiel Musikindustrie, Filmindustrie, da werden ja extra Leute erschaffen, wo die Menschen die so fast göttlich anschauen. Ne? Oh, der ist ja super, der Typ. Oder hier, wenn so ein Adeniken kommt, oh, der Mann weiß über alles Bescheid. Die Leute sind können selber nicht so richtig denken. Die laufen einfach irgendwelchen Leuten her, nur weil die jetzt erzählen, es könnten Außerirdische sein. Hört sich eigentlich gut an, ne? Muss man sagen. Ey, Außerirdische, da sind wir Menschen ja nicht alleine. Vielleicht gibt es ja wirklich Genau. Planeten, so, weißt du, Janik? Und Und ist kompatibel mit so einem Schulwesen. Entschuldigung, ich wollte nicht genau, ja, unterbrechen. klar, erzähl. Nee, wollte nur das sagen. Es ist kompatibel mit dem, was du in der Schule lernst, in Astronomie, in Astrophysik, wo du noch weitergehen kannst und studieren kannst. Es ist alles damit kompatibel und dann auch vorstellbar. Ja, du kannst dann in endlose Diskussionen gehen und du kannst dir das alles vorstellen. Nur hast du den großen Raum um dich drumherum. Ja, und du musst doch die Lichtjahrdistanzen, du musst das alles akzeptieren. Ja, und das haben die Menschen akzeptiert. Alles klar. Sag Aber mal wir hatten so. halt Ja. Giovanni, sage ich mal. Es gibt ja noch andere mit PR1000. Ne? Und da, das ist ja nun was, sag ich mal, was über uns ist. Das ist ja nur der endgültige Beweis. Ne? Also dass das nicht hinhauen kann. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nein, ist okay. Also, wie gesagt, die Menschen sind ja so, wie ich gesagt habe, die laufen für jede Mist hinterher. Und in den 60er und 70er Jahren gab es ja zum Beispiel in den USA, wo die CIA und andere geheimdienstlichen Gruppierungen ja so Tests gemacht haben. Kennst ja auch MK Ultra, wie man den Menschen beeinflussen kann, wie man ihn leiten kann. Und die haben das wirklich geschafft, herauszufinden, dass der menschliches Gehirn, das menschliche Gehirn, ne, alles, was da abläuft, dass der Mensch wirklich Programmierer ist. Das heißt, wenn die ganze Zeit den Menschen, sagen wir mal, eindeuten, es gibt richtig Außerirdische, zum Beispiel durch Filme und so alles drum dran, dann baut sich der Mensch in seinem Kopf wirklich diese Simulation auf. Das heißt, selbst wenn wir hier eine Simulation leben, der baut sich in seinem Kopf sowas auf, dass es durchaus Außerirdische wirklich gibt, alles drum dran. Und somit kann man diese Menschen kontrollieren. Man kann sie von der Wahrheit ablenken, ich sag mal so, was immer der Wahrheit sein soll, aber jedenfalls kann man von dem, was hinter dem Schleier ist, ablenken den Menschen, damit er immer wieder in seinem eigenen Kreis herumdreht. Aber kommen wir zum nächsten Thema, Yannick, wenn wir schon über Außerirdische reden. In letzter Zeit gab es das zum Beispiel in der Bild-Zeitung oder allgemein in den Medien viele UFO-Sichtungen, viele Nachrichten über UFOs und dann steht da irgendwelche Geheimdienstleute wollen jetzt enthüllen, dass Regierungen hier irgendwelche abgestürzte UFOs hier nachbauen, alles drum dran und dass sie sogar Kontakt zu Außerirdischen hätten. Kann es das sein, dass sie wirklich so eine Art Alien-Fake-Angriff vorbereiten, um ihre Ausführungszeichen, neue Weltordnung zu installieren. Was steckt denn dahinter mit diesen ganzen Alien-Fake-Invasionen, nach deiner Meinung? Könnte so sein. Ne? Es könnte aber auch nur ein Zeitvertreib sein und wieder Kräfte abziehen, Energie abziehen, Menschen in andere Bahnen leiten. Es könnte so sein, ja, weil die Technologie ist schon vorhanden. Also bei diesen Sichtungen
Es sind keine Kampfdrohnen oder sagen wir auch die kleinen Beobachtungsdrohnen. Ja, da hast du ja immer diese kleine Spinne, so mit den Armen und was sich so dreht. Ne? Und Kampfdrohnen sind so ähnlich, dann halt in groß, können auch fliegen, aber es gibt mit Sicherheit eine Technologie, die das eben scheibenförmig erledigen kann und dann in bestimmten Gebieten auftreffen kann und dann werden sie eben von Menschen gesehen, nur kommen sie von Menschenhand. Also sind dann keine Außerirdischen drin, ne? Sondern es sind Dinge, die Flugbewegungen vollziehen können, die ihre Farbe verändern können. Es ist schon eine weiterentwickelte Technologie für Drohnen, ja? Aber es sind und bleiben für mich Drohnen, keine Außerirdischen. Diese Vorbereitung, dass man Bilder projiziert, das ist durchaus möglich, dass du sowas machst. Aber ob das gemacht wird, wir haben ja auch letzten Endes, du hast ja gesehen, durch diese Sache, die uns da passiert ist mit diesen C-Dingsbums, Covid, dass es dann doch ganz anders war, mit dem du die Menschen, sag ich mal, auch niederzwingen kannst, niederhalten kannst, dass du gar nicht so religiöse Zeichen am Himmel Ist zeigen richtig, musst, hast recht. dass du gar Ja. keine Außerirdischen brauchst, um den Mensch als Masse in die Knie zu zwingen. Ja, Richtig. also es kann sein, aber ehrlich gesagt, seit Corona glaube ich nicht mehr so richtig dran, sondern ich glaube, das geht in die Richtung, eben auch Kräfte abzuziehen, ab und zu mal wieder eine neue Technologie am Himmel zu zeigen in einem bestimmten Gebiet und dann immer die ganze Sache so am Köcheln zu halten, dann eben Telegram und wo die ganzen Leute sich dann auch mitteilen, ihre Fotos machen, diese Sparte dann zu kontrollieren, wer ist das, wer kümmert sich um solche Gedanken und so und zur Überwachung dann sozusagen nutzt, ja. Ja, klar. Ja, sag mal so, es gibt da verschiedene Thematiken, wo du gesagt hast, dass die Menschen eigentlich auf den falschen Weg gebracht werden. Ob das jetzt UFOs sind oder jetzt hier in so einer Kugelerde, Kosmologie oder das ist. Was mir richtig so Gedanken macht und eigentlich auch am Lachen muss. Ne? Guck mal, wenn wir davon ausgehen, dass keine Kosmologie, also Astronomie oder was da alles existiert, warum gehen dann studierte Menschen, die Astronomie studiert haben, was lehren die denn da eigentlich, wenn das gar nicht existiert? Du bist ja auch ein studierter Mann Ja, und hast. also ich habe auch eine gewisse Zeit lang das mit den Außerirdischen habe ich auch angenommen. Ich habe vier Bücher von Van Helsing gelesen, dann dieses halt mit Dranwado Melchisedek, die Blume des Lebens, bis ich dann kapiert habe, dass es halt Geometrie ist und dass es halt auch ja aus dass es halt auch eine Schublade ist, wo du dann eben auch drin bleiben kannst und dich dein ganzes Leben lang freuen kannst, bis du stirbst. Das So ist dann ungefähr, völlig ne? So egal. ungefähr, ne? Also Ja. manchmal glaube ich wirklich, manchmal kommt man so vor, als würden wir alle jetzt hier in so einer Kühlbox drin stecken, unser Gehirn sind in so einer Simulation drin, wo wir abgestrahlt werden. Also manchmal denkt man, auf dieser Welt, so dumm können die Menschen noch nicht sein, ne? Guck mal, zum Beispiel, wie gesagt haben, diese Zeit mit diesem Covid da, ne? Ich war ja live dabei ja drin, wo die Menschen sich von morgens bis abends Masken getragen haben, selbst im Autos, ne? Selbst im Auto, im Freien. Im Wald, also ich bitte dich, ne? Ich wollte es nicht glauben, ne? Ich wollte es nicht glauben. Ich und meine Frau waren ja mit dabei. Meine Frau ist Arzthelferin, ne? Und sie hat sich schon mal geweigert. Sie will nicht geimpft werden, weil sie ein bisschen davon wusste, dass hier was nicht stimmt. Ja, was ist passiert? Am Ende hat die Gesundheitsbehörde sie gekündigt. Nicht der Chef, sondern die Gesundheitsbehörde. Wenn sie da nicht gegangen wäre, hätte sie 25.000 € Strafe bezahlen müssen. Und eine Woche später ist das Ganze aufgehoben worden. Muss man sich das mal vorstellen, was das für Schweine sind, ne? Was diese Leute, die das Ganze gemacht haben, was das für hinterhältige, geldgierige, ich will nicht so beleidigend sein, so wird das Video gelöscht. Also unkorrekt, sage ich mal, ne? Und wenn man die Menschen schon so, wie du gesagt hast, kontrollieren kann, indem man ihnen ein bisschen Angst macht oder sie ein bisschen hin und her schwappt, ne, dann kann man eigentlich mit denen machen, was man will. Also da muss man, wie du gesagt hast, da muss man nicht hier UFO-Invasion machen oder irgendwelche Erdbeben stattfinden lassen, was weiß ich was, oder Dritter Weltkrieg, sondern sie brauchen den nicht mehr. Sie müssen einfach sagen, okay, es gibt ein neues Virus oder was weiß ich was, ihr müsst hören, was wir sagen. Also ich sag mal so, Yannick, ist die Menschheit dumm geworden oder waren die schon immer dumm gewesen? Das ist eine gute Frage, aber wir waren ja Menschen, die zumindest bis zu einem bestimmten Punkt kommen. Einige von uns landen im Knast, weil sie vielleicht die Wahrheit gesagt haben oder Ungefähr, ne? bis zu diesem Punkt. Aber sag mal, als Dummköpfe kommen wir nicht zur Welt. Deswegen
du kannst ja sehen, bei so kleinen Babys, wie die Augen leuchten, ne? Und das ist kein Dummkopf dann, ne? Sondern das ist jemand, der noch frei ist, weißt du? Und dann kommen halt die ganzen Informationen und du wirst wirklich zu einem Dummkopf. Übrigens, es ist nicht mehr sehr häufig, aber es gehen wirklich noch vereinzelt Menschen mit diesen und kriegen gar keine Luft unter dem Ding bei Oheiz. Und ich sag mir dann immer, das ist genau der, an dem du einen großen Bogen machen musst, ja? Wo du, das wusstest du ja früher gar nicht, was das für ein Typ ist. Ja, das ist mir völlig unbekannter Mensch. Und ich möchte noch nicht mal, dass er mir nach dem Weg fragt. Ja, weißt du, das ist Ja, dann, klar. das ist eine ganz eigene Welt dann, ne? Das ist wenigstens einer, der sich kennzeichnet als einer mit Eselsohren sozusagen, ja, durch das Ding, was er da trägt, ne? Das wäre auch nicht gewesen. Das ist zwar nur eine kleine Nebenwirkung, aber für mich ist das auch wichtig, dass ich dann eben Leute sehe, oh, da musst du aber gleich weg. Ja, da kannst du Zeit sparen, weißt du, da Na gar klar. nicht. Naja. Na gut, Okay, wie wir gesagt, hängen wieder in diesem Thema wir drin, hängen wo da wir in gar diesem nicht Frosch, drin da wollen wir ja nicht so hängen viel darüber durften. reden. Also wie gesagt, Leute mit UFOs, wie der Herr Janik, Professor Janik gerade gesagt hat, die Technologie, nochmals, die Technologie von den UFOs ist nicht erst seit den 40er Jahren oder diese ganzen Gerüchte über diese ganzen Vrielscheiben, wo die Nazis angeblich ihre Hanebuchscheiben gebaut haben sollen. Aber kommen wir mal ganz kurz zu diesem Thema, weil es ist ja in letzter Zeit sehr populär geworden. Steckt was wirklich das dahinter, dass diese, ja, Nazis, sage ich mal, wirklich im Dritten Reich UFOs gebaut haben? Und wenn ja, woher kam die Technologie her, Janik? Also laut ihrer Mythologie und Jan van Helsing und so, durch diese Frauen, ja, Sigrun oder Frauen mit langen Haaren, die als Medien gewirkt haben und die dann Informationen bekommen haben und was eben sehr anrüchig ist, dass sie dann auch gleich Baupläne bekommen haben, ja, wie man Stahl verarbeitet, wie das Ganze auch, sag ich mal, auch elektrotechnisch verarbeitet wird. Das muss dann von diesem Medium schon gut rübergebracht werden, weil so eine Volltrunks-Medien, die reden eigentlich mehr über zwischenmenschliche Probleme, weißt du? Und das ist auch komisch. Wenn du da mal so bist bei so einer Seance, dann kommt es auf dein Gefühl an. Wenn dieses Vortragsmedium zu viel rumzappelt, dann hast du schon gar kein Gefühl mehr dazu, ne? Also ich stelle mir das so vor, dass solche Frauen das nicht gemacht haben können. Diese Ja, Baupläne erstellt haben für die Hanebuch, ich bin für die ehrlich, Vril ne? und, Ich bin mal oder ehrlich. fürs Andromeda-Gerät gibt es ja auch Ja. noch ein Ich bin mal Riesending. ehrlich. Diese Medien, ja, also ich habe ehrlich gesagt, ich habe ja nichts gegen die Esoterik so. Wenn Menschen sollen glauben, was sie wollen, ne? Aber wenn ich jetzt höre, Medium, da sitzen da irgendwelche, das Kaffeeklatschtanten da und dann fangen die an, über was weiß ich zu quatschen. Meistens ja über diese Leute, die schon gestorben sind, bla bla bla, weißt du? Aber dann zu sagen, ich krieg von irgendwelchen Raumkommandanten nach Stau oder wie das heißen mögen, irgendwelche Ashta Bau. Command, ja. Genau, irgendwelche Baupläne von irgendwelchen UFOs oder noch schlimmer, von irgendwelchen Aldebaran-Systemen haben wir auf einmal Nachrichten gekriegt. Alter, verstehst du, was ich meine? Ich bin ja schon so gutgläubig, wie es geht, aber bei sowas hört doch schon der Spaß auf. Also, Ja, was sagst also du dazu? ich habe das gelesen, Unternehmen Aldebaran, das Buch. Und dieser Rainer Feistel, der erzählt auch, der hat auch noch ein anderes Buch gemacht, das habe ich nicht gelesen, aber der van Helsing hat ihm auch da ein bisschen Raum gegeben in dem Buch. Und der Rainer Feistel hat ja mit diesen Aldebaranern Kontakt gehabt und hat dann so einen Chip unter die Haut gepflanzt bekommen. Im Prinzip alles so, wie uns dann über die ganze esoterische Schiene vermittelt wurde oder über die alternativen Nachrichten, dass wir das eben dann auch bekommen, halt, um in sein eigenes Haus zu gehen, um zu bezahlen und so weiter. Und es kann durchaus sein, dass das ein Geheimdienstprojekt war, ja, wo er ausgesetzt war physischen Menschen. Und letzten Endes haben die auch ihm einen Chip hinterlassen. Ich weiß gar nicht, ob er den halt rausoperieren lassen. Nur durch Giovannis Aufnahmen wissen wir, dass Aldebaran und der Aldebaran, worüber Jan van He oder Rainer Feistle drüber erzählt, dass das nicht stimmig ist. Und das auch mit den Lichtjahren, das haut alles nicht hin. Also für mich ist das eine Unterhaltungsindustrie geworden, ja, weil ich fand das eigentlich auch spannend. Und ja, jetzt ist es leider so. Wenn ich noch was anderes sagen darf zu diesem Thema, Ja oder klar, wolltest du solange. noch?
Nö, das kannst du ruhig weitererzählen, ist okay, das ist super, super Wenn Thema. sich Leute für Technologie interessieren und für diesen Fortschritt, ich habe ja gesagt, dass es halt Drohnen gibt, die müssen dann 20 Jahre, 30, vielleicht sogar 40 Jahre weiter sein, ja, und schon lange wirken, seit, glaube ich, George Adamski 50er Jahre so seine ersten UFO-Sichtungen, oder glaube ich, 47 war das in Roswell. Naja, jedenfalls, ihr könnt ins Internet. Ich war vor einem halben Jahr im Netz und habe nochmal geguckt. Behind the Scenes Terminator 2. Das ist ein Video, es dauert 2 Stunden. Nicht jeder interessiert sich für diesen Film, ist auch langweilig. Aber es gibt eine Sequenz von ungefähr 1 Minute. In dem Film wird über alles geredet. Ja? Dieser Film war ja noch halb, zumindest physisch, und halb war es dann Bluescreen und diese neue Technologie. Und dann durfte man in die Kommandozentrale von James Cameron, ja, wo die Leute dann gearbeitet haben da. Und da habe ich gesehen, also gedreht, Behind the Scenes war 1990, Terminator 1 kam, 2 kam 91 raus. Du bist 1990 in seinem Arbeitszimmer mit noch 20 Mitarbeitern, so 15 bis 20 Mitarbeitern. Und du bist 20 Jahre weiter. Also ich habe gesehen, das war 2010, was ich da gesehen habe. Das heißt, es gab Flachbildschirme bei Computern, ergonomische Computertasten, Funkmäuse. Es gab einen großen Flachfernseher. Wahrscheinlich haben die da kein Fernsehen geguckt, aber haben da drauf eben Sachen projiziert über einen Beamer, oder sie haben Programme eingeführt über Sticks. Wo sie alle an einem Projekt dann arbeiten konnten, gewisse Sachen vergleichen konnten, aber hatten ihren eigenen PC. Und 1991, ich bin mir nicht sicher, 90, 91, da war die CeBIT in Bochum und ein Jahr später war die in Frankfurt. Also immer diese Computermesse. Und da bin ich auch, also das weiß ich, weil ich danach mir das sofort angeguckt habe, was war in diesem Jahr los? 90, 91, Bochum, Frankfurt. Und da waren die Rechner aber ganz anders. Ja, da hattest du eben die Bildschirme, die einen halben Meter lang waren und 5 Meter breit, ich übertreibe. Und du hattest auch einen Laptop, der so aussieht wie heute dieses Kinderspielzeug der Zweijährigen, damit die ja auch mit Elektronik vergiftet werden, können die ja so groß so zupatschen, wie Baby das so machen. So, ne? Und so war der Laptop. So war ein Laptop mit einer Leistung, die ich mir natürlich nicht behalten habe. Und bei James Cameron in seinem großen Arbeitszimmer, da wo alles zusammenkam, damit man diese neue Technologie koordiniert, damit er das als Regisseur beobachten kann. Er war kein IT-Spezialist, er war halt ein Filmer, der sich mit Technik auskannte. Da warst du im Jahr 2010 und auch die Anschlüsse waren flach. Das ist ja das, guckt euch Behind the Scenes an, Terminator 2, und dann geht die Kamera auch mal hinter dem Fernseher lang. Der erklärt natürlich dann was ganz anderes. Ja, und da geht es dann um was ganz anderes. Aber achtet nur darauf, auf die Technologie, was das für Kabel sind, für Buchsen, für Anschlüsse. Ja, achtet auf die Sachen, die da sind. Und da bist du eben nicht im Jahre 2000, was haben wir jetzt, 23, du bist nicht im Jahr 2020. Jetzt ist es noch mal ein bisschen flacher geworden, wenn du die Fernseher anguckst, und auch Laptops werden smarter, werden viel schmaler. Das nicht, aber 2010, das kann ich ganz klar sagen. Also das heißt, der durfte mit Technologie arbeiten, die 20 Jahre weiter war für diesen Film, der ja weltweit auch groß eingespielt hat und den Menschen eben in diese Richtung gebracht hat, wo wir heute schon fast drin stecken. Ja, Terminator 2 war der erste mit dieser neuen Technologie, und danach ging es eben erst weiter mit Jurassic Park und so weiter bis heute. Ja, heute ist das schon völlig normal. Ja, Also ich finde das auch richtig und interessant, ne? Entschuldigung, ich finde es richtig aber das interessant. kann, ich wollte nur sagen, zum Ja, Abschluss, das kann man sich klar. angucken. Das Video war vor einem halben, warte mal, jetzt haben wir Juli. Ja, es war Anfang 5 Monate oder so, war es noch im Netz, und es wurde auch nicht gelöscht, weil es ging da nicht um Verschwörung, sondern nur um den Film. Die Schauspieler haben Interviews gegeben, alles so gemacht. Und siehst du deinen LKW runterstürzen von der Brücke, in echten und kein CGI-LKW. Ja, das war auch nochmal was Besonderes. Aber
Eben auch diese eine Sequenz, und da kannst du dir endlich mal, da hast du wenigstens mal eine Minute, damit du bei Satanisten, also oder die für dieses Konzept arbeiten. Heute wird ja auch weitergearbeitet, wir dürfen nicht wissen, Ja, klar. warum, welche Waffentechnologien und so weiter, wo wird das ganz genau gemacht und wie und so. Du kannst es dir nicht angucken. Und hier durftest du einmal in diese Filmwelt reingucken, ja. Und das war nicht gelöscht. Das war nicht gelöscht. Das kann man sich angucken. Guckt es euch selber an und dann sagt ihr, und dann könnt ihr ja sagen, nee, das war 2011 oder 2009. Aber für mich waren das 20 Jahre Vorsprung in der Technologie. Sag Und mal deswegen so, war ne? dieser Film überhaupt zu machen. Wenn wir schon über Technologie reden, ne? Wie du gesagt hast, selbst die offizielle, ne? Die offizielle Technologie ist ja schon viel, viel weiter, nur die Konzerne bringen das ja nicht sofort raus. Wenn wir jetzt hier ein bisschen 10 Jahre ein bisschen weitergehen, dann schaut euch mal an, was wir jetzt haben. Also es geht ja nicht mehr um irgendwelche Computer mit Tastatur oder Touchscreen. Es geht jetzt darum, zum Beispiel der Elon Musk, oder wie der heißt da, der macht jetzt was ganz Besonderes, Leute. Er tut den Menschen Chips ins Gehirn einpflanzen. Da braucht man später jetzt hier nicht mehr, man braucht ja nicht mal ein Handy später, sondern man denkt sich den Personen im Kopf und dann wirst du verbunden mit dem. Also das heißt, die Technologie, was wir in den nächsten, sag ich mal, 10, vielleicht sogar 20 Jahren bekommen werden, das wird aussehen wie Science Fiction. Also wie der Herr Janik, Professor Janik gesagt hat, die Technologie, auch offiziell jetzt, also nichts Geheimnis so, ist schon so weit fortgeschritten, dass sie schon im Fernsehen zeigen, was die modernen Technologiefirmen vorhaben. Die wollen den Menschen komplett digitalisieren. Digitalisieren heißt, die wollen den Menschen komplett mit Computerchips verbinden und mit einem riesigen Center, sag ich mal, mit einem riesigen Datenspeicher verbinden, wo er das Internet direkt im Kopf bekommt. Der muss ja nicht mal Tasten berühren, was weiß ich was. Das heißt, die Zukunft wird dahin laufen, dass der Mensch ein Teil eines riesigen Computerstaates werden wird, eines Computerweltes. Und irgendwann, vielleicht in 100 Jahren, wird es so sein, dass das ganze Bewusstsein des Menschen, vielleicht sogar er selbst, nicht mal körperlich da sein wird, sondern dass sein ganzes Bewusstsein, was er bis dahin gehabt hat, in Computerwelten runtergeladen wird. Es gibt so einen Film bei Amazon, das nennt sich Upload, glaube ich. Die Toten, das heißt, irgendwann in der Zukunft wird das so sein, dass alle Gedanken des Menschen eingespeichert werden und nach dem Tod, wenn man das dann bezahlt, kommt er in künstlichen Welten, in simulierten Welten, wird also das gespeicherte Bewusstsein wird dort auf einem Avatar auferweckt. Und wenn ich mal solche Gedanken mache, Janik, was wäre, wenn das schon passiert ist? Und wir wissen da nichts davon. Also ich denke auch, dass diese in den Gedanken oder auf Plänen ist das schon klar. Das ist safe. Nee, was ich sagen wollte, was ich sagen wollte, was Ja. wäre, was wäre, pass auf, was wäre, wenn die Zukunft, das heißt, mit diesem Neuralinks, dass sie schon imstande waren, das Bewusstsein runterzuladen. Stellen wir mal vor, das ist passiert. Und stellen wir mal vor, wir befinden uns in so einer Art Matrix-Simulation, ohne dass wir das wissen. Ist das möglich? Für mich nicht. Ich habe ja viele deiner Videos gehört. Für dich ist das ja eigentlich deine Hauptthese. Aber für mich ist das nicht so. Also, nee, es gibt einen Wissensvorsprung, der darauf begründet ist, dass in alten Zeiten auch schon Technologie existiert hat. Und da wir kleinere Wesen jetzt sind und früher waren es größere Wesen, wird auch für uns die Möglichkeit gegeben, durch unser eigenes Schaffen und Negativdenken, das immer weiter zu verfeinern. Und für die Hologrammtechnik brauchst du ganz, ganz viele Frequenzen. Und da sehe ich aber auch schon, dass da viel gemacht wird. Ja, die Bäume aus den Innenstädten kommen weg und auch außen herum wird so viel Grün wie möglich weggeschlagen und immer weiter mit Funksendemasten eingerichtet, einzelne Heizkörper, Fernseher, Lampen, Rauchmelder, alle kriegen Spyware mit drin. Also so ein Frequenzträger, der irgendwann aus meiner Sicht dann auch eingeschaltet wird. Jetzt wäre es ja so, dass der dann, ja, eine Leuchtdiode ist immer da und zeigt dir dann, ja, dann weiß er, dass hier eine Frequenz durch den Raum geht. Und das ist jetzt noch versteckt. Und später wird das nicht so sein. Später wird das nicht so sein. Also ich sehe den Menschen aus dem Natürlichen heraus mit krankhaften und auch wahnsinnigen Gedanken, um andere Menschen niederzuhalten, das ja, aber nicht
sage ich mal, dass das, was wir jetzt erleben mit diesen oder diese wie heißt das, diese Hologrammrichtung, dass die schon mal existiert hat, das glaube ich nicht. Aber natürlich eine technisierte Welt, ja. Nur nicht diese Hologrammwelt. Also kann die aus meiner Sicht noch nicht früher existiert haben und dann nur transportiert sein in unsere Zeit, sondern sie Also, ist jetzt entstanden. du kennst ja meine Theorie, ne, dass ich davon ausgehe, dass wir so eine Art, ich sag mal, so eine Art Zeitschleife leben. Ne? Das heißt, dass alle Zeitalter, sagen wir mal, vom ersten, ich gehe davon aus, dass sie 12 existieren und dass diese 12 Zeitalter dann belebt werden. Ne? Das heißt, alle Menschen, die daran gespeichert sind, was weiß ich was, die werden ja durch so eine Energie, ich stelle mal sowieso einen Lampenstrahl vor, da kreist so rum und wo der Strahl diese Speicher trifft, belebt ja diesen Zustand, sagen wir mal, diese Simulationsebene. Und das heißt, alles, was ist oder wird, ist ja schon passiert, Janik, nach meiner Theorie. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, warum es überhaupt so Prophezeiungen gegeben hat oder ich sage mal so, warum es Déjà-vus existieren und solche Sachen. Ne? Das heißt, übersetzt, wenn wir weiterdenken und mit meiner Simulationstheorie, da ja davon ausgeht, dass irgendwann wir in der Lage wären, uns unseren Geist, sage ich mal, und Datenspeicher, das ja vom Kleinkind bis zum Ende hier im Kopf zusammenballt, dass die in der Lage wären, dieses Bewusstsein im Kopf des Menschen runterzuladen, ohne seines Wissens irgendwo in einem künstlich erbauten Dom, sage ich mal, so eine Art Bühne, dahin zu abzustrahlen, in so einer Art Ja, ja, das ist auch holographischen möglich. Bildern. Also das ist noch eine These von mir. Ne? Muss Ja, ja aber es nicht so kommt sein. aber aus einem anderen Habitat. Das heißt, du kommst aus einem Habitat in dieses und versuchst dieses auch zu zerstören. Das ist möglich. Das kann schon sein, dass man ein anderes abgewirtschaftet hat und sein kriminelles Wissen mit hier reinnimmt oder in diese andere Richtung gehendes Wissen mit hier reinnimmt. Das Also. natürlich dann auch über den Tod und dann wieder neu kommst du hier hin und kannst dann hier weitermachen, dass sowas schon existiert. Ich habe mir das nur vorgestellt von unserer Habitat, von unserer Erdentwicklung, von unserer Geschichte, von den Titanen bis zu uns Menschen ist das nicht so. Aber wenn ich mir das Aber so kannst du dir, vorstelle, ja, aber Entschuldigung, kannst du dir vorstellen, ja. wo du gerade gesagt hast, dass hier irgendwie Eindringlinge in dieses Kuppelanlage reingekommen sind? Kannst du dir vorstellen, dass irgendeine andere Rasse, die sich jetzt als Menschen tarnen, beziehungsweise menschlich sind, aber anders, sag ich mal, nicht von hier, dass die irgendwie eingedrungen sind, die menschliche Natur übernommen haben, die Regierungen übernehmen damals und heute, und dass dieses Volk von Eindringlingen unter uns lebt und uns wie im Film, ich sag mal ganz ehrlich, wie im Film sie leben, kontrollieren, sage ich mal. Ne? Es gibt ja so Filme, wo die ja zeigen, dass eine nichtmenschliche Rasse, die auch wie Menschen aussehen, aber nicht sind, unter uns weilen, die den normalen Menschen hier ausbeuten, um für ihre Interessen. Meinst du, es ist durchaus möglich, dass von den anderen Kuppelanlagen, sag ich mal, hier einige von denen eingedrungen sind, um uns hier zu zerstören, sag ich mal? Also dann wieder über den Geburtsweg, ja, aber nicht so über die, wenn wir jetzt haben wir die Eisringe, ja, darüber, über diesen physischen Weg nicht, das glaube ich nicht. Also da kann jedes Habitat sich so abwirtschaften oder auch was Tolles entstehen lassen. Sowas wird es auch geben. Also sozusagen in der Schöpfung gibt es Gut und Böse, so, ne? Aber über diesen, seelisch ist wieder ein Reizwort, ja, über diesen Besenstielweg. Ja, und dann auch immer wieder in dieselbe Familie, damit du da wieder drauf aufbauen kannst. Damit du zwar auch kein so tolles Leben, später bist du natürlich reich und so, kannst dich toll kleiden und so, aber es ist auch nicht so toll, aber es kommt immer wieder über diesen Weg. Geburt bis Säugling, dann aufwachsen und so weiter und dann noch Da kommen 40 ja Jahre wieder vielleicht die so. Blutslinien. Ne? Also es gibt ja so Geschichten über bestimmte reiche, familiären Eliten, die sagen, es gibt so Blutsverwandtschaft, Blutslinien, die nur unter sich heiraten. Ne? Also zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, diese ganzen Rothschilds und ihre ganzen europäische Adelsfamilien oder Königshäuser, die paaren sich dann unter sich. Das heißt, Cousin, Cousine. Also so, sag mal ehrlich, das ist ja nichts anderes als Inzucht. Ne? Das heißt, die versuchen, ja, ist doch so, was soll ich schon sagen, das Herumreden, weißt du, das ist ja Inzucht. Aber was, das heißt, die versuchen,
dieses Blut, was immer das ist bei denen, ja, unter sich zu halten, da muss ja ein Grund geben. Ne? Und dieser Grund könnte ja sein, wie du gesagt hast, dass ihr Seele, Ausführungszeichen, Seele, sage ich mal jetzt extra, dass sie nach dem Tode wieder in ihre Familie, ah, inkarniert, hört sich ja doof an, aber ist so, wiedergeboren werden, weißt du? Ist das Ja, gut? klar. Es ist nur logisch. Das heißt, Also, wenn wir dass davon die. aus, ja. Oh, Entschuldigung. Nee, Entschuldigung, ich sag mal, ja, erzähl weiter, erzähl weiter. Also, dass die jetzt eins zu eins, dass die Geschwister nicht untereinander heiraten, so dumm sind die nicht. Nur, wenn du schon eine Generation Vermischung hast, also du kannst schon deine Cousine heiraten, das geht schon, und trotzdem wirst du kein Mongoloid oder hast du eine schwere körperliche wie auch geistige Behinderung. Das sind so Märchen, die uns Angst machen, ne? Aber Geschwister sollten nicht zusammen Sex haben und Kinder zeugen. Das nicht. Denn es gibt diese Erbkrankheiten sind ja nicht aus dem Mitochondrien herauszusehen. So ist das nicht zu sehen, sondern es gibt diese Erbkrankheiten eben aus diesem Geistigen, was ich vorhin erklärt habe, was in deinen Körper reingeht, durch dich durchwächst, sich als Haarkleid ausdrückt und so weiter. Und diese Schwierigkeiten drücken sich dann letzten Endes durchaus auch physisch aus. Also zwei Sachen, die schon nicht gepasst haben. Plus, wie heißt es? Minus mal Minus wird Plus. Das ist leider nicht so. Also das ist dann nicht so. Aber die nächste Generation kann schon untereinander heiraten, damit, wie du das so mit deinen Worten gesagt hast, damit man dann wieder in die gleiche Familie zurückkommt, damit man alles schon so ein bisschen kennt und einen kleinen Aufbau hat. Ja. Das ist so, natürlich. Und da wird auch keiner von außen reingelassen, ja. Selbst in der Finanzwelt, da kommt natürlich über Harvard oder andere Unis, kommen noch ein paar schlaue Leute von außen mit rein, aber die dürfen nicht einfach da heiraten, ne? Und die können zwar vielleicht eine Affäre haben oder so, ne? Aber die können nicht in die Familie rein. Also die bleiben wirklich unter sich. Und der von Harvard kommt und von Princeton, der hat natürlich auch ein gutes Leben dann bis zum Ende, aber kommt da nicht rein. Also tatsächlich achten die darauf, dass die nur unter sich bleiben. Und sie sind Menschen, genau wie wir, aus Fleisch und Blut und kommen nicht vom Planeten Draco oder woanders. Also sind keine Drakonianer oder so, ne? Das nicht. Und sie sind auch keine Reptilien, ne? Also das auch nicht. Das ist, wir würden sagen, menschliche DNA. Aber soweit, also DNA, so weit brauchst du ja nicht zu gehen. DNA ist ja auch fake. Also Also, wenn es ich ist über auch nur ein Spiel, um eine physische Welt mit einer Pseudo-Welt zu überstülpen. Auch in der ganzen Medizin. Nur, ich glaube, da schießt ihr selber mit dem Kopf. Aber Ja, für mich klar. selber habe ich das schon gelöst. Also, wenn wir schon mal so im Thema sind, es gibt da viele Leute, ich sag mal, viele Leute, auch im Internet wird geschrieben, dass diese sogenannten Eliten, wovon wir gerade gesprochen haben, ja, gerne Kinderblut trinken, sag ich mal, so wie Vampire, ne? Und da geht man ja wieder Richtung Satanismus, ist auch nicht so schlimm, wenn wir Richtung Satanismus gehen. Aber wenn das so ist, sag ich mal so einfach so blöd gesagt, wenn das wirklich alles stimmt, was diese Leute behaupten im Internet oder angeblich Augenzeugen, dass diese Wesen wirklich hier Blut trinken, ne? Von anderen Menschen, die sogar Fleisch fressen. Und nur weil angeblich das Blut von jüngeren Menschen, sage ich mal, ihnen mehr Kraft gibt, ihnen mehr Energie gibt. Und es gibt ja so im Hollywood-Bereichen bei Schauspielern, die sehr berühmt sind und langsam alt werden, dass sie extra Millionen ausgeben, um, sagen wir mal, hier dieses Kinderblut zu bekommen, um weiter ein bisschen verjüngt, sagen wir mal, 10, 20 Jahre älter zu werden. Wenn das alles so stimmt, aber woher haben diese Leute dieses Wissen über das ganze System, dass man andere Menschen umbringen muss, um deren Energien zu bekommen? Woher wissen die das denn, Janik? Woher wissen die das? Ja, dass man andere Menschen beseitigen muss, um selber an der Macht zu bleiben und niederhalten, das ist ja auch Ja, nicht aber so ich rede von schwierig. Energie, Energie, dass man die Ja, aber Energie nicht, dafür. also es gibt sicherlich Bluttransfusion, selbstverständlich. Auch da muss man ein bisschen aufpassen. Das wissen natürlich Radfahrer auch, die jetzt Tour de France gemacht haben und so weiter. Die haben ja auch ihre Blutbeutel auch konserviert und dann gekühlt.
damit das auch exakt bleibt, und haben diese Bluttransfusion aber auch nur zu den schwierigen Etappen gemacht. Da gibt es so bei der Tour de France so ein paar Etappen, 4 oder 5 Gebirgsetappen, und genau da wurde das dann eingesetzt, damit die sich zum nächsten Tag wieder fast vollständig regeneriert haben. Ja. Und dann war das auch nicht so viel Blut. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Hochgrad-Freimaurer oder zumindest ein Mensch, den wir nie zu Gesicht bekommen, also jetzt auch nicht Rothschild oder so, die wir gar nicht zu Gesicht bekommen, dass die durchaus über Technologie verfügen, um so eine Dialyse erstmal zu machen, aber auch Bluttransfusion, habe ich jetzt versprochen, die dann zu machen und dann einen bestimmten Wechsel. Ja, dass man eben wirklich auch den jungen Menschen das Blut abzieht. Aber man muss darauf achten, du brauchst dann auch Eigenblut. Dieses Blut, das ist keine Verschwörungstheorie, hat natürlich seine Blutgruppen. Aber auch wenn die Blutgruppe kompatibel ist und du kriegst immer irgendwas aus einem anderen Menschen, was für mich vorstellbar ist, dass es innerhalb dieser Familien auch Opfer gibt, die immer wieder Opfer sind. Mhm. Und dass man sich von denen Blut holt, das Blut nicht trinkt, dafür ist es so metallisch, da kannst du es selbst runterkühlen auf Trinktemperatur. Das ist kein kaltes Bier, das schmeckt immer ekelhaft, du musst dich übergeben, du musst das ausspeien. Deswegen ist das natürlich wieder diese Übertreibung, wo viele Telegram-Leute da eben voll drauf abfahren, die sowieso auf Kornkreise abfahren und hast du nicht gesehen. Und das ist es nicht. Aber diese Transfusion, ja. Und wenn du das in bestimmten Abständen machst, kann dir das auch helfen. Und wenn die Abstände so sind, kann das durchaus sein, auch aus meiner Sicht, dass du nicht mit 90 stirbst, sondern erst mit 100 oder 110 oder so. Aber musst auch zusätzlich vernünftig leben. Das heißt, ein hohes Maß von roher Nahrung ist als Grundvoraussetzung nötig. Und auch versuchen, die rohe Nahrung nicht mit zu viel Metall zu dir zu nehmen. Und auch deine Opfer, dass die auch sich möglichst roh ernähren, möglichst. Ja, das kann man nicht so von so einem Menschen erwarten oder von einem Opfer. Aber das muss schon genau ausgespäht werden. Aber ich glaube, da gibt es so einen kleinen Seitenarm der Geheimdienst, und die Allerreichsten, die Unsichtbaren, die halten sich auch immer so ein kleines Fenster offen. Die wissen auch, dass das nichts nützt. Deswegen werden sie nicht wie in der Bibel oder so 900 Jahre alt. Das nicht. Aber wenn du 110 Jahre alt wirst, dann hast du ja auch viel im Satans-Sinne erreichen können. Ne? Mhm. Dann bist du halt nicht mit 65 schon nicht mehr da gewesen, wie mancher Schauspieler. Ja, der muss ja dann schon früh von der Bildfläche verschwinden, sondern kannst viel, viel mehr erleben, weil auch der ist nicht dumm. Also diese Leute sind nicht dumm. Die wissen schon, okay, jetzt verlasse ich meinen Körper und ich gehe in diese Familie wieder zurück. Und das ist erstmal anstrengend, weil dann hast du irgendeinen beschissenen Papa. Du kannst so liebevolle Eltern haben, wie du willst. Trotzdem ist es für einen Säugling unangenehm. Erstmal. Das ist einfach so, wie es ist. Du hast ganz liebe Eltern, die dich ganz dick einwickeln, sodass du da drin geradezu erstickst in dem, wo sie sich einwickeln und vor Kälte schützen wollen, und hast du nicht gesehen. Ne? Aber was mich mal so interessieren würde, ne? Sagen wir mal, gehen wir davon aus, dass das stimmt, dass die in der Lage sind, ihre Bewusstsein in das Kindeskörper reinzubringen, ne? Sagen wir mal, ist er von ihrer eigenen Art, von ihrer eigenen Familie. Ist das möglich, dass das gesamte Bewusstsein direkt ins Gehirn eines Kindes übertragen können? Dass sie schon, sagen wir mal, wenn sie 7 Jahre alt sind, wissen, ich war früher der König von England, was weiß ich was, verstehst du? Dass das komplette Wissen schon in dem kleinen Kinderkörper drin ist, dass sie wissen, wer die sind. Also nicht als kleines Kind, da wirst du älter und nimmst um dich herum alles wahr und entwickelt sich, sondern dass das Bewusstsein schon, was der vorher war, dass er schon weiß, dass er in so einem Kinderkörper drin ist. Dass das Bewusstsein schon voll entwickelt ist. Ist das möglich? Dieses Wissen erhält er von außen. Da bin ich auch von überzeugt. Also aus sich heraus nicht, denn er will eigentlich noch spielen mit einem Holzroller rumfahren oder keine Ahnung, sowas Kindliches machen, und wird dann von dem Erwachsenen beiseite genommen. Und der zeigt ihm dann ein Foto, was immer gerettet wird. Also diese Fototechnologie gibt es für uns Menschen seit 1850. Ja, aber die gibt es auch schon, ich würde mal sagen, die reicht so 1500 Jahre zurück. Und in der Jetztzeit hast du eben diese Lichtbildabdrücke, und da erklärt dir der Erwachsene, pass mal auf diese Physiognomie auf, was meinst du, wer das ist? Und du wirst dich erkennen. Die nehmen dann natürlich ein Foto
Und da haben dich da fotografiert, wo du voll reinguckst in den Lichtblitz. Viele Menschen gucken ja nicht so wie sind professionelle Schauspieler und gucken nicht in dieses Licht rein, wenn die Kamera blinkt. Ja, das können eben nur die wenigsten, können eben nur Profis. Und das müssen die dann machen. Also die sehen dann genau in ihre Augen, die sehen dann natürlich an der Physiognomie. Und ich habe jetzt gesagt, ein Kind, wahrscheinlich machen die das bei Jugendlichen. Also erstmal bist du in der Familie drin, dann weißt du, oh, ich bin hier wohl mit Millionären zusammen. Irgendwie mit einem Hubschrauber wäre ich manchmal hin und her geflogen. Hat der Nachbarsjunge nicht. Ja? Und irgendwann, ich denke mal, im jugendlichen Alter wird das so sein. Wirst du dann zur Seite genommen, bevor du wahrscheinlich die normale Schule oder die haben mal ganz andere Schulen. Und ins Leben gestürzt wirst sozusagen, bevor du auf eine hohe Universität gehst, unter Menschen, normalen Menschen drunter gemischt wirst, wirst du daran erinnert, anhand dieser Foto oder dieses einen wichtigen Fotos, es gibt sicherlich mehrere, dass das du bist. Und dann wird da auch drunter geschrieben, das siehst du, das war 1820 bis 1914, mein Freund. Ja, und so. Also, das sind klare Ansagen, die da weitergegeben werden. Und das sind auch so Sachen, wo diesen Menschen das dann auch Spaß macht, weiterzumachen und wissen natürlich, dass sie viel dafür sorgen, dass viele Menschen daran zugrunde gehen, drumherum. Aber das ist dann ähnlich wie ein Mensch oder sagen wir mal wie ein kleines Kind, was so einen Ameisenhaufen kaputt macht. Ja, das hat auch nicht diesen Weitblick und so, dass sie das erleben. Fand ich, für mich sind das nur kleine Ameisen. Und von diesen 5000 Ameisen, die so ein Haufen hat, weiß ich jetzt nicht, hat er eben 300 mit seiner Schippe oder was er gerade dabei hat, Schaufel oder irgendwas, einen Stein kaputt gemacht und fühlt sich. Und so ist das umgemünzt auf diese Erwachsenenwelt. Eben auch dieses Gefühl für uns ist nicht vorhanden. Und das kommt durch diese lange, lange Verkettung und durch dieses Anbinden an die Familie und die auch klar sagen, pass auf, Junge, das bist du. Da warst du Edward der Dritte. Guck dir mal genau, guck dir bitte das genau an. Und der vertraut seinem Vater, wenn es nicht der Vater ist, dann seinem engsten Vertrauten, das ist dann sein Lehrer. Und dann ist das für den klar. Der sieht es an der Physiognomie, ja, dass er das mal war. Aber kommen wir mal was anderes. Oder? Wenn wir schon über diese ganzen Eliten oder Könige reden, es gibt ja viele Menschen, ich meine, es kann ja nicht alles gelogen sein, die jetzt behaupten, zum Beispiel die ehemalige Queen Elisabeth, die ehemalige Königin, die gestorben ist vor ein paar Monaten, dass das ein Reptil war oder beziehungsweise die ganze Königin, nee, ich meine ehrlich, das ist kein Mist jetzt, dass die ganze Königsfamilie Reptilien waren. Und ja, ich sag mal, es gibt ja auch viele Menschen, die das gesehen haben. Also ich sag mal so, die können ja nicht alles gelogen haben, oder? Meinst du, die haben etwas gesehen, was nicht existiert? Doch schon, also die haben natürlich diesen sogenannten Astralkörper oder diesen 50 Zentimeter, habe ich ja vorhin erzählt, gibt es etwas, dann etwa 1 Meter und dann gibt es etwas, was 4 Meter um dich herum steht. Wenn du aber verbrecherisch bist, ist der auch nur 2 Meter von dir entfernt. Und wenn du mit deiner eigenen sogenannten Aura, die du wiederum nicht sehen kannst, was alles nur ESO-Geschmarre ist, mit denen in Berührung kommst, dann fühlst du dich richtig blöd und dann ist und wird auch ein Pferd scheu. Das ist ganz klar. Gerade Pferde reagieren da ganz, oder Tiere im Allgemeinen, ja, wenn es keine Skorpione sind und Kriechtiere, aber Haustiere, also was wir so als Haustier kennen, die reagieren dann schon sehr, haben dann noch ein viel besseres Gespür dafür, weil die dieses dritte Auge immer geöffnet haben. Und bei uns ist das eben nur teilgeöffnet. Und deswegen kriegen die Menschen so ein unangenehmes Gefühl mit, was an Reptil dran erinnert, an Chamäleon, was so die Zunge rausschnellt und die Fliege einholt. Denkt ja auch nicht drüber nach, arme Fliege, nee, will satt werden und so. Und diese Wesenszüge haben diese Menschen in ihrer Aura. Aber es sind keine Reptilien, also es sind wirklich Menschen, Humanoide. Ja, Es gibt auch ja wenn, so, ich weiß, es gibt Videos mit den ja Augen genau, und den ja. Augenschlitz und so, da Oder mit der gibt es Zunge dann oder so, ne? mit der So lange Zunge und dem Zunge aus Typen, dem ne, mit der, Mund. ja. Also. Entschuldigung, Mit schon, es mit ist schon. kein CGI, Ist die es aus ist hier, tatsächlich. Janik, ist die Zunge aus hier rausgekommen? Ja, wo ich das eben gesagt habe, ne? Ja, Nee, weil siehst ich wollte sprechen, gleichzeitig lachen, deswegen. Also, naja. Na gut, also Ja, warte aber diese Augenschlitze, es ist auch CGI dabei und dann gibt es eben so eine Seelenverhärtung, die sich an dem Auge wirklich
ausdrückt. Und du kannst es dann durchaus durch die Kamera sehen, dass die Retina oder so nicht mehr so ganz rund ist, sondern so ein bisschen schlitzig wird. Es ist aber auch so, jeder hat ja noch keinen Serienmörder in die Augen geguckt und dann noch ein Foto gemacht, wie das ganz genau ist. Selbst wenn er in Gefangenschaft gerät und dann im Knast sitzt, dann kommst du als Wissenschaftler auch nicht an diesen Moment heran, wo du das Foto machen kannst. Stellen Sie sich bitte mal vor, Sie ermorden hier haben Sie eine Puppe und jetzt haben Sie die ganzen Gefühle und jetzt wissen Sie gleich, dass Sie Ihre Dämonen los sind, wenn Sie nur dieses arme Kind da oder was, oder meistens töten die ja Frauen oder so, ne? Das macht ja keiner, ja. Aber in diesem Moment kommt es eben zu diesem Zusammendrücken dieser Pupille oder Retina. Und dann kommt es auch vor, dass ein Hollywood-Star auch mal ganz wütend wird auf der Bühne, wenn er über ein bestimmtes Thema redet oder wo der Reporter sich schon tausendmal immer dieselbe Frage stellt, dann werden die ganz wütend und dann werden die zwar keine Reptilienaugen, aber die Augen, der Punkt verändert sich so leicht schlitzig. Und das ist dann kein CGI, das ist dann Leben, natürlich. Nee, abschließend will ich noch sagen, nein, auch da ist eine menschliche Seele drin. Aber Reptilien haben nun mal, gehen nun mal sehr hartherzig um, legen Eier und ja, fressen auch mal einen Zeitgenossen auf. Gut, das machen Löwen auch, die töten auch, machen die auch tot. Aber bei Krokodilen und diesen ganzen, ist das so? Sind das so Verhaltensweisen? Und diese Verhaltensweisen haben diese Satanisten eben auch, oder die uns führen, die Höchsten der Höheren, die Geheimen, ja, die haben die auch. Also sehr Ich interessant, auch. Janik. Wir haben schon, warte mal, 1,5 Stunden sind wir schon am Reden. Oh ja, das wird zu lang, ne? Ja, machen wir das letzte Frage und dann würde ich mal sagen, hören wir für heute mal auf. Wir haben ja schon viele Thematiken angesprochen. Und meine letzte Frage, wie siehst du denn die Zukunft jetzt? Sagen wir mal die Zukunft, was uns vielleicht bevorsteht. Es gibt ja, sagen wir mal, viele Leute, die haben ja Angst, sage ich mal, dass es vielleicht zum Krieg kommt oder andere haben Angst, dass es wieder irgendwie so ein Pandemie existiert oder gemacht wird. Andere haben Angst, dass irgendwelche Aliens hier uns angreifen. Was sind denn deine zukünftigen Prognosen, was uns vielleicht bevorstehen könnte, Herr Professor? Ja, also was sich so abzeichnet, ja, diese Individualität des Menschen hemmen und auch den Menschen jetzt verarmen durch Lebensmittelerhöhungen, wo der ein normales Gehalt hat, einfach auch seine Existenz verliert und eben in diesem Angstkonzept drin ist. Weiterhin natürlich das, was wir alle schon kennen, ne? Also kein Bargeld mehr, so, das ist schon klar. Und auch keine freie Meinung mehr sagen, sonst ja, wird entweder dein Stromzähler gesperrt, der ist ja jetzt auch digital, oder er wird manipuliert, du bezahlst dann 1.000 Euro mehr, musst dagegen klagen, hast keine Anwaltskosten und so weiter und so, wirst halt durch diese Dinge, Heizung abgestellt, alles wird digitalisiert, total kontrolliert. Ja, und was nachrückt an jungen Menschen ist ja, das ist ja auch schrecklich, was da in der Schule gelernt wird. Ja, und die meisten haben ja ihre Fähigkeit, sage ich mal, mit dieser unsichtbaren Welt Kontakt aufzunehmen, auch zerstört bekommen durch dieses Nasenstechen. Das war ja auch ganz wichtig, weil oben an der Nasenwurzel, da sind ja ganz feine Äderchen drin und du ziehst ja nicht nur Luft, sondern eben auch die andere Welt über die Nase in dich hinein und dann an der Nasenwurzel öffnet sich halt dieses sogenannte dritte Auge, wenn du über diese Technik verfügst, bla bla bla, dich gesund ernährst und so weiter. Aber diese Möglichkeit, die ist ja den Schülern auch genommen werden, die jetzt sich immer jeden Tag stechen lassen mussten. Ne? Und wir wissen ja alle, früher war es ja so, wenn da ein Mörder den haben sie gesucht und nicht gefunden, dann wurden eben 1.000 Männer genommen aus einem gewissen Ort. Und da hat man eben aus der Mundschleimhaut ne, seine DNA, sogenannte DNA genommen. Ja? Und das wurde eben erstmal gemacht durch dieses Nasenstechen, wurde die DNA erstmal genommen. Du bist halt registriert, ja. Kannst dein ganzes Leben nicht mehr irgendein Mörder werden oder so, ja. Du bist halt registriert und dann gleichzeitig durch dieses Nasenstechen wurde auch diese feinen Äderchen so verletzt der jungen Menschen, dass alle taub bleiben. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass es da noch Menschen gibt, die diese feinen ätherischen
Elemente, die wir nicht sehen können, durch die Luft anziehen können und dann dieses Gewissen kriegen. Also so, es geht ja dann durch den ganzen Körper, dann brauchst du natürlich ein Thema und dann siehst du ein Buch und schlägst du auf und ja, Mensch, das ist so. Und dann guckst du zum Himmel, ja, das sind Chemtrails und 9-11 und hast du nicht gesehen und das ist mit dieser jungen Generation nicht mehr möglich. Deswegen ist es so mehr so, so dieses dystopische Zeitalter, ja, dieses tausendjährige Reich des Satans, das wir leiten das sozusagen ein. Ja, also wir sind so drin am Anfang. So, ne? Aber der Anfang ist jetzt auch schon, warte mal, was haben wir jetzt, 23 Jahre? Der ist jetzt auch 100 Jahre? 100, 120 Jahre, ne, nicht 100, ganz 120, aber so 100 Jahre auf jeden Fall ist er ja schon eingeleitet. Also 900 Jahre sehe ich, hat Satan noch, leider. Jetzt leider also so. Ich sag mal so, düstere Aussichten für die Menschheit und gute Aussichten für diejenigen, die das alles erkannt haben, die sich nicht geimpft haben, die an etwas glauben, an was Höheres und vielleicht sogar vor diesen materiellen Simulation oder Nicht-Simulation dahingestellt, nichts Angst haben. Nochmals, Leute, es ist wichtig, ne? Wie der Jan, Herr Professor Jan gesagt hat, wir sind auf dem Weg, ja, wie so in diesem Utopiefilm, diesem Science-Fiction-Film, wo der Mensch nichts anderes ist als ein kleiner Robotersklave, der morgens aufsteht, dann brav zur Arbeit geht, dann wieder nach Hause kommt und sollte da irgendwelche Mist bauen gegen die Regierungsform, was weiß ich auch immer, wird ihm, wie Janik gesagt hat, der Strom abgeschaltet. Und was noch schlimmer ist, wenn diese ganzen Chips im Körper sind, man sagt ja, einige sagen ja auch, durch die Impfung, sag ich mal, durch die Spritze, haben die fast 90% der Menschheit auf der Erde eine bestimmte, ja, wie soll man sagen, Dinge in sein Blut reinbekommen, das zum Gehirn geht, sich im Gehirn haftet und somit kontrollierbar ist. Das heißt, wenn die Mächtigen nicht wollen, dass du lebst, dann wird was im Gehirn eingeschaltet oder vielleicht was auch immer, dann liegt der mit Herzinfarkt am Boden. Das heißt, da müssen keine Mörder kommen oder irgendwelche Killerkommandos, sondern da einer steht da am Schalter, sagt er, ja, da ist ein roter Punkt, druck da drauf, dann war es das mit dir. Das heißt, die Zukunft wird genauso aussehen, dass die von dir als Mensch von vorne bis hinten alles wissen. Wie Janik gesagt hat, mit dem Nasenstechen, ich glaube auch sogar, das ist mehr als nur irgendwelchen Zirbeldrüsen zu stechen, sondern die haben DNS genommen von den Menschen. Von allen Menschen DNS genommen. Und dann haben die das sozusagen aufbewahrt. Und die Frage lautet jetzt, wofür brauchen die das dann jetzt? Ne? Das heißt, ihre zukünftige Welt, was die aufbauen, wird das so aussehen, dass der Mensch nichts anderes wird als eine funktionierende Roboter, das für ihre Gesellschaft abort worden ist. Ne? Und wenn ich mitspiele... Das ist wie... Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist wie Doppelt- und Dreifachkontrolle. Deswegen hatte ich das gesagt. Früher Mundschleimhaut, jetzt Nasenschleimhaut. Ja, jetzt immer da oben reinstechen. Ne? Und damit werden zwei Ziele erreicht. Und du hast natürlich dann das Erbgut des Menschen. Ja, klar. Manche Menschen haben schon ihren Fingerabdruck abgegeben aus Naivität, weil sie einen Ausweis haben wollten oder so. Ja, viele sind im Internet und haben da schon eine Nachricht hinterlassen, sind dadurch auch spionierbar. Es gibt so viele Sachen, ja, aber dieses flächendeckende Erbgut sammeln, das ist erst durch dieses C-Zeitalter gekommen. Ja, jetzt sind alle, nur die, da möchte ich jetzt nicht weiterreden, aber ganz wenige Menschen sind überhaupt durch dieses Zeitalter gekommen, die sich haben nicht in die Nase stechen lassen. Und von denen gibt es noch kein Erbgut. Wenn du Geheimdienstmitarbeiter bist, wartest du, bis der in irgendeiner Diskothek sein Glas abgibt, dann bist du schnell da, nimmst das mit, hast es auch. Ja? Wenn er ganz böse ist, ein ganz böser Mensch. Ja? Aber über dieses Katalogisieren und alle mit reinziehen ins Boot, das war eben das seiner Zeit. Ganz, ganz wichtig. Nasenschleimhaut, Mundschleimhaut, überall hast du dein Erbgut mit dabei. DNS. Du musst das nicht machen, aber die wollten halt, ja, wie du sagst, Zirbeldrüse, ne? Die wollten da oben reinstechen. Deswegen hat übrigens auch diese alte Kultur Ägypten, die haben ja auch so ein Mattfossil, diese Sphinx da vorne sitzen, ja, deswegen hat der auch, das hat der, auch Fossilien der Götter, auch mal schön, er hat schön zwei Videos gemacht, wo du ganz nah rangehen konntest und wo eben ein Speer, ein Pfeil ist durch seine Stirndecke durchgegangen und eben durch diese Nasenwurzel. Und das ist für mich auch ein ganz klarer Ausdruck dafür, dass da satanische Kräfte unterwegs waren und einen umgenietet haben, aber auch der Menschheit damit symbolisch gezeigt haben, pass mal auf, wir zerstören eure Nasenwurzel und ihr kommt nicht mehr an diese
Kräfte heran, um mal zumindest das auszuprobieren, in die unsichtbare Welt zu schauen. Ja. Also heißt okay, das jetzt sind wir, glaube ich, sehr lange. Ne? Ich glaube, ja, Leute, ihr habt ja gehört, Professor Jannik wird langsam müde. Der war ja auch. Nee, sehr überhaupt lang. Nicht. Aber die Sendung wird zu lang. Nee, da war zu lang. Ich glaube, zu viel ist auch nicht gut. Also, wir haben über verschiedene Themen gesprochen. Das meiste natürlich über die flache Erde, weil das ist eine Thematik, das sehr viel interessiert. Und wir wissen nur eins, Leute, ob wir das recht wissen, wissen wir auch nicht. Aber dass über uns ein Kuppel ist. Nach meiner, also für mich ist das auf jeden Fall 100% nach meinem Wissen, nach meinem Glauben. Wie die Kuppel erbaut ist mit organisch oder mit irgendwelchen Flüssigkeiten, sind wir hingestellt. Auf jeden Fall ist der Mensch nicht imstande, hier rauszukommen. Das heißt, er ist imstande, aus diesem Ort nicht zu entfliehen. Und das hat der Jannik sehr gut gesagt, der Professor Jannik nochmal. Und an alle Kritiker, die jetzt wieder anfangen, dieses Video auseinanderzunehmen, Jannik hat recht, die Flacherdler haben gewisserweise recht. Und selbst einige, die sehr zweifeln über das Ganze überhaupt hier, haben ja auch recht. Ich will mal sagen, Jannik, hat sehr viel Spaß gemacht. Möchtest du noch deinen Fans, deinen Zuschauern noch was sagen? Ja, ich wollte meinen Fans nur sagen, nein, das ist natürlich Spaß, keine Fans. Und ich wollte dem Videoproduzenten nur sagen, ein einfaches Herr Unteroffizier reicht, also Professor ist nicht nötig. Okay. Ja, gut, dann sag ich mal einen schönen Abend, Herr Professor. Bis zur nächsten Sendung dann, ne? Okay, alles klar, mach's gut, ciao.